Einen wunderschönen guten Abend. Wie soll es denn schön anders sein? Hier bei uns beim zweiten Kennenlernabend. Herzlich willkommen jedem, der heute hier vor Ort ist oder auch per Livestream dabei ist. Wir haben wieder die Möglichkeit, neue Mitglieder unserer Gemeinde kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen, die sich für Gott entschieden haben und die sich auf ihren Glauben hin taufen lassen wollen. Jedes Mal, wenn wir so ein Kennenlernabend gestalten, ist das nicht nur die Möglichkeit, diese Menschen kennenzulernen, sondern wir lernen immer wieder ein Stück unseren Gott kennenlernen. Wie herrlich er ist, wie gnädig er ist, dass er auch voller Barmherzigkeit ist. Sich für etwas entscheiden bedeutet zugleich auch, sich dagegen entscheiden. Und wir werden heute Berichte von Menschen hören, die sich für Gott entschieden haben und gleichzeitig auch Absage erteilt haben dieser Welt. Wieso? Weil sie etwas so viel Besseres gefunden haben. Und das ist Jesus Christus. Wir werden heute davon mehr hören. Und genau davon lesen wir auch in 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Verse 12 bis 17. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffartiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Diese Menschen, wie auch wir, haben so viel Besseres gefunden in Jesus Christus, dass wir altes Leben hinter uns gelassen haben. Heute werden wir insgesamt 15 Zeugnisse hören von acht neuen Mitgliedern, die sich vorstellen werden, und auch 7 Taufzeugnisse. Lass uns erheben und auch den Namen Gottes rufen, dass wir heute ganz inne werden und unseren Gott mehr und mehr verstehen und erkennen, wer er ist, gerade wenn wir hören, wie Menschen zu ihm finden. Unser Herr, unser Erlöser, wir danken dir, dass deine Liebe so überwältigend ist. Jedes Mal, wenn wir davon hören, wie du einem persönlich begegnest, ist das eine Chance und Möglichkeit zu erkennen, dass du ein Vater bist voller Liebe und voller Barmherzigkeit. Ja, und wir wollen dich bitten, dass du diesen Abend segnest, dass du jedem, der heute hier gleich Zeugnis weitergibt, weiterreicht von dir, dass du ihm befestigst und auch Kraft schenkst, das Richtige zu sagen und auch ganz mutig voranzugehen. Wir danken dir für die Kraft, ganz klar dieser Welt zu entsagen. Wir danken dir dafür, dass du ewiges Leben uns geschenkt hast. Wir bitten dich, Herr, dass du heute durch diesen Abend uns ermutigst, weiterhin zu beten. Denn die Menschen, die wir heute hier sehen werden, ist Antwort auf die Gebete. Viele haben für diese Menschen gebetet und jetzt sehen wir diesen Ergebnis. Und noch entscheidender zu wissen, Herr, dass du dein Leben für diese Menschen gegeben hast. Danke, Herr, dass wir auch so mit dich feiern dürfen. Segne diesen Abend. Amen. Amen. Ihr könnt gerne Platz nehmen. Wir machen auch sofort weiter und Simeon Rediger macht an der Stelle. Genau, wir beginnen als erstes mit 2 Taufzeugnissen von 2 jungen Damen. Und die erste ist die kleine Frau Verhof. Rose, du kannst gerne hochkommen. Rose Verhof ist die Tochter von Nick und Michelle Verhof und möchte sich bei uns in der Gemeinde taufen lassen.
Genau, du hast auch dein Taufzeugnis mit dabei. Genau, und ich würde dich einfach fragen, ob du einfach der Gemeinde erzählen willst, wie du zum Glauben gekommen bist und warum du dich taufen lassen möchtest. Also, hallo, ich bin die Rose Verhof. Ich werde im August 10 und wohne in Köln. Meine Eltern sind Teil dieser Gemeinde, deshalb bin ich regelmäßig hier. Zu Hause höre ich gerne Bibelgeschichten und außerdem lese ich viele Missionarsgeschichten und ich höre viel Lobpreis. Dabei wurde mir bewusst, dass ich eine Sünderin bin und das machte mich sehr traurig und ich musste weinen. Ich habe mich hingekniet und habe gebetet. Dabei habe ich Jesus in mein Leben gerufen. Ich möchte mich taufen lassen, weil ich zu Jesus gehöre und das alle wissen sollen. Ich habe schon einen Dienst in der Gemeinde, und zwar den Kuchenbackdienst. Ja. Vielen Dank. Ja, Rose, danke dir. Danke dir, dass du hier dein Zeugnis erzählst. Das braucht sehr viel Mut, vorne zu stehen und so frei sein Zeugnis zu erzählen, in aller Kürze. Aber ich habe keine Fragen mehr. Du hast eigentlich alles gesagt. Was wirklich wichtig ist, was Gott in deinem Leben getan hat. Ich fand das ganz stark, bei unserem Gespräch hast du dann auch erzählt, ne, wie du auch als ältere Schwester dann schon ein Vorbild bist, ne, für die Jüngeren und auch, ne, ich glaube auch für den Adam ein großes Vorbild im Glauben. Jemand, der in diesem Alter einfach schon so gut vorangeht, und das finde ich einfach klasse. Ja, und ich finde es klasse, dass du dich taufen lassen möchtest. Bei Jüngeren machen wir das so, dass wir immer auch nochmal die Eltern mit reinholen. Deswegen will ich Nick kurz nach vorne bitten, dass auch, genau, dass er noch was einfach kurz dazu sagt, wie ihr als Eltern so die Entwicklung von Rose mitbekommen habt, was ihr dazu sagt. Ja, mit Rose haben wir wirklich, ne, dieses Wachstum gesehen. Sie hat wirklich das Glück gehabt, dass wir wo sie noch klein war, dass wir in eine Gemeinde kommen durften. Und ja, wie sie selbst schon sagt, hat sie so ein Interesse bekommen für diese Missionarsgeschichte. Sie hört immer sehr, sehr gespannt zu für diese Bibelgeschichte, die wir abends lesen. Und ich fand es sehr, sehr stark, dass sie in der Schule einen Vortrag halten wollte und es auch wirklich durchgezogen hat. Einen Vortrag über Jesus und über Gott machen konnte. Und dass sie danach mit ihren Klassenfreunden gebetet hat, trotz jeder Anfechtung, die sie sicherlich gehabt hat, trotz jeder einzelnen Muslim, der in der Schule, hat sie trotzdem diesen Mut und diese Stärke, um es durchzuziehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so viel Mut habe ich nicht. Sehr gut, okay. Das freut uns. Rose, du kannst dich erstmal hinsetzen und ich hole dich gleich zum Gebet nochmal wieder hoch. Jetzt haben wir die zweite kleine Frau, die sich taufen lassen möchte. Das ist die Frau Kamniew. Junia, wo bist du? Ist sie da? Genau, du kannst gerne nach vorne kommen. Genau, Junia ist die Tochter von Nelly und Viktor Kamniew, möchte sich auch taufen lassen. Wir haben auch im Vorfeld ein Gespräch geführt und jetzt kannst du der Gemeinde auch erzählen, wie du zum Glauben gekommen bist und warum du dich taufen lassen möchtest. Okay, hallo, ich heiße Junia Kamniew und ich bin 9 Jahre alt. Ich wachse in einer christlichen Familie auf. Ich gehe auf die christliche Schule in Siegburg. Ich habe schon viel aus der Bibel und von Jesus gehört. Zu Ostern hatten wir in der Kinderstunde das Thema die Kreuzigung von Jesus. Obwohl ich schon oft davon gehört habe, hat mich die Geschichte aber gerade da sehr berührt. Mir wurde klar, dass Jesus ein Mensch war wie wir und dass er für mich so sehr gelitten hat. Ich fühlte mich schuldig und das hat mich sehr beschäftigt. Dann hatte ich den Wunsch, mich zu bekehren und mich taufen zu lassen. Ich habe mit meinen Eltern noch einmal über die Bekehrung gesprochen und meine Eltern fragten mich, ob ich mich bekehren will. Darüber habe ich mich selber gefreut. Wir sind auf die Knie gegangen und ich habe gebetet, dass Gott mir meine Sünden vergibt und ich mit ihm leben möchte. Mir ist eine große Last abgefallen. Ich weiß, dass mir vergeben wurde und ich ein Kind Gottes geworden bin und ich in den Himmel komme. Ich will mich taufen lassen, um den Menschen zu zeigen, dass ich mit Gott einen Weg gehen will. Ja, vielen Dank. Wir heißen auch dich ganz herzlich mit einem Applaus willkommen. Ja, Junia, uns freut es auch sehr,
dass du den Weg mit Jesus gehen willst. Und ja, mich hat es einfach sehr gefreut, gerade auch als jemand, der sich immer wieder mit den Kinderstunden beschäftigt, dass gerade du in der Kinderstunde dich die Ostergeschichte so angesprochen hat. Genau, und das freut uns wirklich sehr. Und ich würde einfach nochmal Victor nach vorne bitten, der einfach auch noch von der Seite der Eltern ein Statement dazu gibt, wie ihr das so beobachtet. Als Elternteil ist man ja sehr, sehr nah am Kind dran, viel näher als wir. Genau. Ja, mich hat das sehr bewegt. An diesem Abend kam sie auf uns zu und hat davon berichtet, was bei ihr alles vorgeht. Und als wir gebetet haben, was mich so bewegt hat, sagte sie, es ist eine große Last von mir gefallen. Und ich dachte nur, in deinen jungen Jahren hast du schon so eine große Last. Ja? Aber das ist tatsächlich so. Die Sünde, das ist eine Last. Und das Schöne ist, man kann in unterschiedlichen Alter zu den Herrn finden. Und was ich jetzt genieße, ist ja, besondere Art und Weise von Gebeten, Gebetszeiten, die wir miteinander teilen dürfen, was vorher nicht da war. Ja, ich freue mich und ja, können nur das befürworten. Super, das freut uns. Genau, Junia, du kannst eigentlich stehen bleiben. Rose, ich würde dich nochmal kurz nach vorne bitten und dann beten wir für dich. Und ich glaube, der Hanos kann auch nach vorne kommen. Seine Mitgliedschaft wird bestätigt, wenn ich das richtig lese im PCO, richtig? Genau, dann kannst du gerne nach vorne kommen. Genau. Ja, Hanus war bis jetzt Gastmitglied, ist jetzt Vollmitglied offiziell und bekommt auch jetzt gleich seine Mitgliedschaftsbestätigung und dann beten wir auch nochmal für ihn. Genau. Genau. Sehr gut. Schön, dass du da bist. Okay, ihr Lieben, ich würde kurz mir einfach euch einladen aufzustehen und dann bete ich für die drei. Vater, ich danke dir dafür, dass du jeden von uns individuell rufst und dass du mit jedem von uns deine Geschichte schreibst. Ich danke dir ja, für Rose und Junia, die dich auf ja, so einem Weg in so jungen Jahren schon kennenlernen dürfen. Ich danke dir dafür, dass sie in christlichen Familien aufwachsen durften und dass sie ja sich für dich entschieden haben und jetzt schon bereit sind, diesen Weg zu gehen. Du kennst ihren Lebensweg, du weißt, ja, welcher Segen und auch welche Herausforderungen noch auf sie warten. Du weißt, wie viele Dinge sie in ihrem Leben noch verstehen werden, die sie vielleicht jetzt noch nicht so klar greifen können. Du siehst die Herausforderungen, die so ein ganzes Leben mit sich bringt. Und wir geben das einfach dir ab im Vertrauen, dass du sie festhältst. Ich danke dir dafür, dass sie diesen Schritt machen, sich taufen zu lassen, dass sie sich bekennen zu dir, auch öffentlich. Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen Kraft schenkst bei der Taufe, dass sie diesen Schritt gehen können im Vertrauen auf dich und dass du den restlichen Lebensweg segnest. Und ich danke dir für Hanus, ich danke dir jetzt schon, dass er so ja, aktiv in der Gemeinde ist und auch bei den Morgenandachten dabei ist. Ich danke dir dafür, dass er ein aktiver Teil dieser Gemeinde ist und jetzt von der Gastmitgliedschaft in eine Vollmitgliedschaft wechselt, dass er ja voll und ganz Teil dieser Gemeinde ist. Ich möchte bitten, dass du auch ihn segnest, ja in seiner Familie, dass du auch ihn bewahrst auf diesem Lebensweg und auf dieser kleinen Veränderung, die jetzt einfach stattgefunden hat. Amen. Genau, ihr dürft euch gerne setzen und ich übergebe an Heinrich. Ich muss mal gucken, ob sie überhaupt da ist. Ist Tische da? Tische Günnes? Oder haben wir ein Video von ihr? Nee, sie ist nicht da, uns fehlt das Video, dann kommt es wahrscheinlich am Mittwoch. Okay, dann setzen wir fort. Dann darf ich weitermachen und ich darf euch weitere ganz liebe Geschwister vorstellen, die sich unserer Gemeinde hier anschließen wollen. Und wir starten mit Klaus und Katharina Unruh. Ihr dürft gerne nach vorne kommen. Genau, erzählt uns einfach euren Lebensweg mit dem Herrn, wie der Herr euch gerufen hat. Ihr seid schon Teil einer Gemeinde gewesen, seid schon getauft, wollt euch dieser Gemeinde anschließen. Berichtet uns einfach von eurem Leben. Sehr gerne. Ja, hallo, ich grüße euch alle. Mein Name ist Klaus Unruh, ich bin 33 Jahre alt. Meine Frau Katharina wird sich gleich selber vorstellen. Ja, ich bin 99 geboren in Russland, in einer Familie, meine Eltern haben 13 Kinder, also ich bin mit ganz vielen Geschwistern aufgewachsen. Und 93, also als ich drei Jahre alt war, dann sind wir nach Deutschland umgezogen und haben dann in Wipperfürth unseren Heimatort gefunden, wo ich auch groß geworden bin, aufgewachsen bin, genau.
Ja, da haben wir dann auch eine Gemeinde besucht, die noch zu dem Zeitpunkt relativ klein war. Mein Vater wurde dort auch als Pastor eingesetzt und da habe ich auch im Prinzip dann auch zum Glauben gefunden, beziehungsweise mich auch taufen lassen später. Bekehrt habe ich mich mit 8 Jahren, da habe ich schon klar verstanden, dass ja, Jesus mich ruft, dass ich ein Sünder bin, habe diesen klaren Schritt gemacht. Das war zu Hause, bei meiner Mutter habe ich das gemacht, durch ein Gebet. Und ja, nach vielen Höhen und Tiefen durfte ich dann mit 17 Jahren mich entscheiden, sich taufen zu lassen, dann in der Gemeinde in Wipperfürth. Und ich habe auch sofort viele Dienste, auch schon vorher gedient, aber auch viele Dienste übernommen und war auch sehr aktiv. Einer der Dienste, die ich erwähnen möchte, ist auch die Arbeit mit den jungen Menschen, also mit den Kindern. Ich war auch Gruppenleiter von Anfang an. Das kam halt so, dass wir in der Jugend so ein Spiel gemacht haben. Wir haben ganz viele oder alle Dienste, die es in der Gemeinde gibt, aufgeschrieben, verdeckt auf den Tisch gelegt und jeder Jugendliche sollte sich einen Zettel nehmen bei einem Dienst, wo er ein Praktikum machen möchte. Und ja, bei mir stand halt Gruppenleiter drauf. Dann ging ich auf meine Schwägerin zu. Die hat mich dann auch zu ihrer Gruppe eingeladen und mich auch nicht mehr losgelassen. Seitdem bin ich dann auch im Dienst mit den Kindern aktiv. Genau. 2017 sind wir dann nach St. Augustin gezogen. Ich habe zu der Zeit in Bonn gearbeitet und das war halt auch was näher dran. Ich musste nicht immer so weit fahren und dann sind wir hierher gezogen vor 6 Jahren und haben dann auch die Gemeinde gewechselt, waren dann in St. Augustin. Genau, und dort war ich auch gerade auch in der Arbeit mit den Teenies im Dienst. Das hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Gerade die letzten Jahre waren auch sehr davon geprägt durch ein Selbststudium an der Bibel, wo ich auch sehr viel gelernt habe, gewachsen bin. Und genau, das hat mich auch sehr stark geprägt. Ja, jetzt haben wir hier diese Gemeinde gefunden, Anfang des Jahres, und wollen hierhin wechseln. Genau, und genau. Super. Danke dir schon mal soweit. Vielen Dank für dieses gute Zeugnis, was mich so gefreut hat, auch in Gesprächen war. Ihr seid bereit mitzudienen. Ihr wartet quasi auf diesen Tag, um loszulegen, um mit anzupacken. Das freut uns so sehr, denn in Gemeinde, da wollen wir miteinander anpacken, gemeinsam Gottes Reich bauen. In der Teenie-Arbeit möchtest du auch gerne dich weiter einbringen, richtig? Das wäre schön, wenn es Möglichkeit gibt. Genau, also liebe Teenie-Leiter, ihr könnt gerne nach dem Abend hier auf ihn zugehen, auf den Klaus, hat er schon Erfahrung und ich sehe da schon einige nickende Köpfe direkt, sehr gut. Genau, das ist wirklich ein großer Segen, wir freuen uns darüber sehr. Katharina, erzähl du uns doch gerne noch. Ja, ich bin Katharina, ich bin 31 Jahre alt, ich bin in Russland geboren, aufgewachsen. Ja, ich bin da auch zur Schule gegangen und größten Teil meines Lebens da vergangen. Also ich habe 10 Geschwister, ich bin die siebte und ja, in meiner Kindheit halt, ich bin auch so wie viele wahrscheinlich auch zur Kinderstunde gegangen, zum Gottesdiensten, aber am meisten haben mich auch die Eltern geprägt, vor allem meine Mutter. Ich bin ihr sehr dankbar dafür, also sie hat uns zu Hause sehr viel gepredigt und auch einfach so bei der Arbeit, ja, bei Hausarbeit, und das war so, also nicht gezwungenermaßen, ja, also ja, und vor allem auch, sie war auch für mich ein Zeugnis, auch wie sie mit anderen Menschen war, wie sie anderen Menschen begegnet ist. Einfach mit so viel Liebe auch. Ich weiß, dass nicht alle Menschen waren so gut zu ihr und sie hat es trotzdem geschafft, irgendwie mit Liebe alle begegnen. Ich weiß nicht. Ja, in meiner jüngsten Zeit, ich bin dann nicht so gerne zu Jüngster gegangen. Und meine Mutter hat das erfahren und hat gesagt, okay, also dann werden wir deine Jungscherleiter, dann sind die mit Papa zusammen, wir sind ja auch Jungscherleiter geworden quasi in unserer Gruppe. Und dann haben die uns auch so bis 15, also waren die dann Jungscherleiter, ja. Mit 15 bin ich dann weggezogen und in eine andere Stadt, wollte Ausbildung machen. Ja, und da habe ich mich dann bekehrt in diese Gemeinde, wo ich dann die Gemeinde, die ich da besucht habe. Genau, und das war so, dass ich bis 15 die Bibel nicht gelesen habe.
Und nach dem Gottesdienst, mein Vater war auch da, ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt keine Bibel, ne? Ich bleibe jetzt hier alleine und ich habe keine Bibel, ich muss ja Bibel lesen, ich möchte Bibel lesen. Und dann sind wir gefahren und haben mir eine Bibel gekauft und ich habe dann angefangen, die Bibel zu lesen, auch morgens und abends, das war sehr schön. Ja, ich wollte mich eigentlich auch taufen lassen, aber dazwischen kam, dass wir nach Deutschland umgezogen sind. Wir sind dann 2008 nach Deutschland gekommen und ja, dann kamen wir nach Wipperfürt und ich habe mich dann im Juni 2009 taufen lassen. Ja, und in der Gemeinde habe ich dann im Chor gesungen. Vielen, vielen Dank, Katharina, für das Zeugnis. Danke euch. Es ist so gut zu hören, was für einen Einfluss Eltern haben auf das Leben von uns und wie viel Prägung ihr beide doch mitbekommt. Dafür kann man, glaube ich, sehr dankbar sein. Es ist wirklich schön, das zu hören. Ja, also ihr seid in Wipperfürth einige Jahre in der Gemeinde gewesen, dann nach St. Augustin beruflich gezogen, da auch in die Gemeinde gegangen. Für 2 Jahre war das, glaube ich, dann jetzt, ne? Ja, etwas mehr. Okay, genau. Und jetzt wollt ihr zu uns kommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch hier anschließen wollt. Katharina, hast du schon eine Idee, wo du vielleicht mit ihnen möchtest, perspektivisch? Ihr habt Kinder zu Hause, ne? Das ist dann natürlich etwas schwieriger, aber gibt es etwas, wo du sagst, okay, wenn es mal vielleicht irgendwie dann zeitlich passt, das könntest du dir vorstellen? Ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht, weil okay. Ich wollte einfach ein bisschen anschauen, weil es so viele Angebote gibt, also ich wollte einfach nur ein bisschen schauen, ja. Gar kein Problem, das ist natürlich gar keine Bedingung, um hier Mitglied zu werden, aber es ist immer spannend, das vielleicht mal rauszuhören und wenn der Moment kommt, wo du sagst, okay, jetzt geht es auch mit den Kindern, dann finden wir da auf jeden Fall gemeinsam einen guten Dienst, wo man sich mit einbringen kann. Wir freuen uns, dass ihr Teil unserer Gemeinde werdet heute. Alles klar. Ja, wir machen weiter mit Maxim und Hanna. Ihr könnt gerne auch nach vorne kommen. Und auch ihr beide wollt euch hier der Gemeinde anschließen, kommt aus einer anderen Gemeinde und erzählt uns jetzt, ja, wie ihr zum Glauben gekommen seid. Ja, guten Abend zusammen. Ich bin Hanna Wahrlich, bin 23 Jahre alt und komme ursprünglich aus Marienheide. Das ist da bei Gummersbach. Genau, und seit 4 Jahren sind wir jetzt verheiratet und haben auch eine gemeinsame Tochter, die ist 2 Jahre alt. Genau, ich bin auch ja an einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen und habe auch von klein auf Geschichten von der Bibel gehört und ja, wurde auch so geprägt. Habe auch die Kinderstunden besucht, war halt auch so gut wie immer da. Ja, genau, und ja, mir wurde halt auch schnell bewusst, dass ich ja ein Leben mit Gott führen möchte und auch schon mit 10 Jahren habe ich mich dann auch bekehrt und ja, habe das Leben Jesus übergegeben und ja, dann sind ein paar Jahre vergangen und ja, ich habe das irgendwie so schleifen lassen, habe das nicht so ernst genommen und nicht so ganz verstanden alles und ja, dann bin ich 15 Jahre alt gewesen, dann stand wieder eine Evangelisation an, die halt schon üblicherweise so bei uns gewesen ist und an den Abend davor habe ich dann auch ja, wieder sehr drüber nachgedacht, weil ich wusste, was kommen wird, dass es wieder einen Zuruf geben wird und ich möchte halt auch ja, wirklich das alles ernst nehmen und auch mich auch mit durch die Taufe einen Bund mit Gott schließen und dann habe ich auch mich an dem Tag bekehren dürfen, habe auch ja, nochmal für mich auch einen großen Schritt getan und mir wurde wirklich bewusst, ich bin eine Sünderin und ich möchte auch wirklich ein Leben mit Gott führen und das auch öffentlich bezeugen. Habe mich dann auch ein Jahr später dann taufen lassen. Genau, und ja, dann habe ich auch mit 19 Jahren geheiratet. Und ja, jetzt seit 4 Jahren sind wir verheiratet. Und ja, ich bin sehr glücklich, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Schön, danke dir für dein Zeugnis. Vielen Dank. Ihr kommt auch aus der Gemeinde in St. Augustin, wechselt hier rüber zu uns. Und hast du da auch schon Dienste gemacht in St. Augustin? Ja, ich war am Chor da gewesen, genau, und habe auch jetzt heute noch den Johannes gefragt, ob wir dann auch im Chor mitsingen können. Super. Ich glaube, wir brauchen vor allem auch männliche Unterstützung, nochmal Werbung hier in die Runde, aber wir freuen uns natürlich auch über jede Frau, die da sicher dazu stoßt. Schön, super. Maxim, du darfst weitermachen. Ja, schönen guten Abend, liebe Gemeinde. Ich bin der Maxim Wahrlich, 24 Jahre alt und ich mache sofort den Anschluss. Schwester Katharina ist meine persönliche Schwester. Genau, wir möchten uns beide hier halt quasi auch anschließen der Gemeinde.
Ich bin auch in Sibirien geboren, in Russland, und als ich 10 Jahre alt war, sind wir dann nach Deutschland gezogen. Ich hatte hier einen Freundeskreis gefunden gehabt und dann kam das junge Leben, die Interessen der Welt, und ich hatte einen Freundeskreis, wo wir halt sehr viel unternommen haben. Und meine Mutter, wie meine Schwester schon erwähnt hat, hat uns sehr geprägt, und sie hat immer gesagt, ein glückliches Leben, Maxim, kannst du nur mit Jesus Christus führen. Ich habe halt das immer gesagt, ja, das kann ich auch nur bestätigen, aber jetzt aktuell ist die Zeit, wo ich mein Leben genießen möchte, wo ich ein bisschen Spaß haben will, und ja, das Leben mit Jesus kam als ob so langweilig vor, und ich dachte mir so, nee, das möchte ich erstmal für die Zukunft stehen lassen. Doch dann habe ich meine wunderbare Frau kennengelernt, in der Schule schon. Und dann waren wir eine Zeit lang zusammen und ich habe verstanden, wie meine Mutter immer gesagt hat, Maxim, ein glückliches Leben, auch Eheleben, führst du nur im Herrn. Und dann war auch mein Anliegen, wo die 10. Klasse zum Ende ging, wo die Ausbildung bevorstand, habe ich halt mich auch auf die Knie gestellt und habe gesagt, Herr, die Schule geht zu Ende, es ist ein Lebenscut für mich und ich möchte auch in diesem Cut mein Leben dir persönlich übergeben. Und so wie das Schicksal auch geführt hat, hatten wir genau in den Sommerferien die Evangelisation bei uns in der Gemeinde. Und genau, das war 2015. Und genau, da habe ich mich auch auf der Evangelisation bekehrt. Ich konnte mein Leben dem Herrn übergeben. Und glücklicherweise war auch meine Frau mit ihrer Familie auch dort bei der Evangelisation. Und als ich vorne stand, schon bei den Bekehrten, das war so die erste Reihe, ich war da so am Zittern und war so glücklich, dass ich diesen Schritt geschafft habe, nach vorne zu gehen. Und auf einmal merke ich, wie meine Frau nach vorne geht. Und das war für mich so rührend damals. Ich dachte mir, unglaublich, dass der Herr tut, dass dieses Leben dürfen wir zusammen einschlagen. Und genau. In der Gemeinde Wipperfürth war ich dann auch im Chor tätig. Dann sind wir mit Eltern 2018 sind wir nach St. Augustin gezogen. Und dort war ich auch im Chor tätig, genau. Und auch teilweise im Übersetzerdienst von Russisch in Deutsch. Ja, 2019 haben wir geheiratet und haben uns entschieden, der Gemeinde uns hier anzuschließen. Wir hatten erstmal das live verfolgt, auch hier Lob an das Technikteam. Ja, konnten auf jeden Fall sehr fleißig hier mitverfolgen, und eines Tages haben wir gesagt, okay, wir möchten die Gemeinde hier besuchen, wurden hier so warm empfangen. Vielen, vielen Dank dafür, und wir freuen uns, hier zu sein. Danke dir für dein Zeugnis. Ja, mit Jesus, da finden wir wahres Glück, denn das Evangelium verändert alles. Das ist die entscheidende Botschaft. Wir haben es nicht immer leicht als Christen, manche Dinge sind auch schwierig und wir sind auch zu Herausforderungen berufen, auch zu Leid auch immer wieder berufen, aber das Evangelium verändert alles, wie es Timothy Keller immer wieder sagte, der kürzlich verstorben ist. The gospel changes everything. Und das ist der Punkt, und deshalb können wir sagen, ja, das Evangelium verändert alles, deshalb haben wir das Glück. Und auch in der Ehe, auch wenn Dinge schwierig sind, da finden wir das Glück fürs Leben. Es ist schön, dass ihr das so gemeinsam auch erlebt habt. Da ist die männliche Unterstützung also jetzt für den Chor gefunden. Welche Stimme singst du? Ja, ich habe mich heute schon bei Dr. Johannes informiert. Ich habe heute Gänsehaut bekommen und dachte so, okay, ich muss mal nachfragen, wie der Ablauf hier ist. Aber im Tenor bin ich auf jeden Fall eine Verstärkung. Sehr gut, da habe ich heute noch gehört, da haben wir erst 2, die da singen, da brauchen wir dringend Verstärkung. Sehr, sehr gut, da freuen sich jetzt einige. Schön, wir freuen uns, euch hier in der Gemeinde aufnehmen zu dürfen. Wir wollen euch gerne zum Segen sein und hoffen, dass ihr auch zum Segen seid hier für die Gemeinde, dass wir gemeinsam zum Herrn wachsen. Schön, könnt ihr euch gerne erstmal setzen. Ja, als nächstes darf die Lilly nach vorne kommen. Heute melden sich auch Thomas und Lilly Reimann an. Der Thomas ist leider erkrankt und deshalb kann er jetzt nicht vor Ort da sein, aber die Lilly, die ist heute hier, und den Thomas holen wir gleich mit einem kurzen Video, das er aufgenommen hat, noch dazu, damit ihr auch sein Gesicht seht und mal kurz was von ihm hört. Aber ich würde vorschlagen, dass Lilly erstmal startet mit ein paar Worten zu ihrem Leben, zu ihrem geistlichen Werdegang, und dann ergänzt der Thomas nochmal mit einem kurzen Video von ihm. Ja, guten Abend, ich bin die Lilly Reimann, ich bin 36 Jahre alt, bin verheiratet, wie gesagt, mit dem Thomas, und seit fast einem Jahr bin ich Mama von einem ganz tollen Mädchen. Beruflich war ich einige Jahre als Floristin und jetzt bereits seit 10 Jahren als Tagesmutter tätig. Geboren bin ich in Kasachstan, in einer christlichen Familie. Ich bin eine von 9 Kindern. Und als ich 10 war, zogen wir nach Deutschland.
Ja, ich habe ganz, ganz liebe, wunderbare Eltern, die uns den Kindern an Gott wirklich sehr authentisch vorgelebt haben. Ich bin ihnen und auch Gott sehr, sehr dankbar für die Erziehung und für den wirklich sehr aufrichtigen Lebenswandel, der mich sehr geprägt hat auch. Mich persönlich hat es nie gereizt, ein weltliches Leben zu führen. Ich sah schon als Teenie und auch noch früher, wie viel Schmerz die Sünde nach sich zieht und hatte nie das Verlangen, ein derartiges Leben zu führen. Als ich jedoch mit zwölf Jahren in einem evangelistischen Gottesdienst die Botschaft hörte, verstand ich, dass ich ohne die Vergebung Jesu verloren bin. In dem Moment sah und hörte ich niemanden mehr, stand auf und lief nach vorne, um mit einem Ältesten zu beten. Da bekam ich meine Freiheit. In der Gemeinde, in der ich zu Hause war, wurde man ab 16 getauft und so ließ ich mich kurz nach meinem 16. Geburtstag taufen. Ich war sehr glücklich in Gott und bin es mit jedem neuen Tag immer mehr, wie jeder Mensch und so auch jeder Christ hatte ich in vergangener Zeit viele Herausforderungen und Schwierigkeiten zu meistern. Aber im Unterschied zu den Menschen, die ohne Gott leben, können wir herausfordernde Situationen mit Gott meistern. Gerade in solchen Momenten und Zeiten habe ich besondere Nähe Gottes erlebt und nur er schenkt die Geborgenheit, die nichts und niemand geben kann. Danke, Lilly, für deinen Lebensbericht, für diese Worte. Mit dem Herrn können wir auch Herausforderndes meistern. Er führt uns dadurch. Er ist derjenige, der uns auch tröstet durch seinen Geist, wie wir heute in der 9 Uhr Predigt zumindest gehört haben. Ihr wollt gemeinsam wechseln aus der Gemeinde in Loma hierher nach Köln. Du bist in einer anderen Gemeinde aufgewachsen. Nochmal, wo? In welcher Stadt war das nochmal? Selm. In Selm, genau. Dann bist du, weil ihr geheiratet habt, hier nach Loma gekommen, wo der Thomas auch aufgewachsen ist. Und wollt jetzt euch hier der Gemeinde anschließen. Schön. Dann würde ich vorschlagen, dann blenden wir jetzt das Videozeugnis vom Thomas ein, wenn das klappt. Ich bin Thomas Reimann, bin 31 Jahre alt. Vor 2 Jahren habe ich geheiratet und wir haben eine wunderschöne Tochter. Jetzt zu meiner Bekehrung. Mit ungefähr 17 Jahren... Ich bin Thomas Reimann, bin 31 Jahre alt. Vor 2 Jahren habe ich geheiratet und wir haben eine wunderschöne Tochter. Jetzt zu meiner Bekehrung. Mit ungefähr 17 Jahren habe ich mich als Verlorenen erkannt und bekehrt. Danach hatte ich starke Zweifel an der Heilsgewissheit und habe mich mehrmals neu aufgemacht. Im Jahr 2010 habe ich mich in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, taufen lassen. Seitdem war ich Mitglied in dieser Gemeinde. Vor einem Jahr haben wir uns immer wieder die Gottesdienste von hier angehört und dann waren wir hier auch mit der Zeit immer öfter im Gottesdienst vor Ort. Da wir hier auch geistlich sehr erbaut und gestärkt wurden, haben wir uns nach intensivem Gebet für die Frage entschieden, die Gemeinde zu wechseln und hierhin zu gehen. In der vorigen Gemeinde war ich für den Einkauf der Getränke inklusive der Pfandrückgabe zuständig, also zum Beispiel jetzt für Beerdigungen, für Feste und ja, für solche Sachen habe ich dann die Getränke eingekauft. Sowas in der Art könnte ich mir auch vorstellen, hier zu tun, aber ich bin auch für andere Dienste offen und würde die Dienstschulung dann machen. Ja, danke lieber Thomas, falls du uns gerade per Livestream zuschaust, dass du
uns deinen Lebensbericht so zugeschickt hast, auch dass du direkt was dazu gesagt hast, dass du dich einbringen möchtest, mit den, unter anderem mit solchen diakonischen Diensten, sage ich mal, mit zu unterstützen. Da gibt es bestimmt einige Bereiche, wo mit unterstützt werden kann. Das ist echt super. Lilly, magst du vielleicht irgendwie noch was sagen? Kannst du dir irgendwo vorstellen, wenn du mitarbeitest? Ist es vielleicht sogar der Kinderbereich, weil das ist ja gerade beruflich das oder was anderes? Ja, tatsächlich habe ich einiges, was mich sehr anspricht. Ich würde auch gerne die Dienstschulung machen. Ich habe in der früheren Gemeinde im Chor gesungen. Allerdings weiß ich nicht genau. Und ich kann auch gerne was im Russischsprachigen tun oder was Kreatives. Und ich glaube aber, was mir am meisten am Herzen liegt, sind die Teens oder die Frauenseelsorge. Aber ich weiß, dass ich da selbst halt im Augenblick viel aufzuarbeiten habe und ich glaube, erstmal selbst die Seelsorge brauche. Also, ja. Ja, ja. Aber, also mein Herz brennt eigentlich eher dafür, mit Menschen zu arbeiten. Das ist so schön zu sehen. Wir kennen uns ja auch schon etwas länger, Thomas, Lilly und Tabea und ich. Wir kennen die beiden jetzt schon etwas länger und sehen so viel Wunderbares, was der Herr in eurem Leben tut. Das ist so wunderbar und sind so dankbar auch dafür und beten auch für euch. Und ich bin mir sicher, der Herr wird euch sehr zum Segen setzen hier in der Gemeinde. Wir freuen uns sehr, euch aufnehmen zu dürfen, dass wir jetzt ein Teil eines lokalen Leibes auch sind, hier als lokale Gemeinde. Und wir wollen für euch zum Segen sein. Wir freuen uns, dass ihr jetzt hier in der Gemeinde seid. Vielen, vielen Dank. Ja, als nächstes darf ich euch die Sabine vorstellen. Genau, die Sabine kommt nach vorne und berichtet auch aus ihrem Leben. Sabine ist auch schon getauft und möchte sich hier der Gemeinde anschließen, erzählt uns aber von ihrem bewegten Lebensweg. Ich habe das aufgeschrieben, weil ich extrem super aufgeregt bin. Ich heiße Sabine Weber, bin 31 Jahre alt. Ich arbeite als Krankenschwester auf der Intensivstation in der Uniklinik in Bonn. Ich bin auch christlich aufgewachsen. Mit 15 Jahren habe ich mein Leben Jesus übergeben. Und ab dem Tag hat sich mein Leben auch geändert. Mit 17 Jahren habe ich mich taufen lassen. Das war im Juni 2009, 2 Monate vor meinem 18. Geburtstag. Damals war das so, dass bei uns mit 18 erst getauft wurde, aber ich wollte halt nicht warten. Ich brannte so sehr für Jesus und ich wollte ihn halt von ganzem Herzen dienen und die waren halt damit einverstanden. Ich wurde in der Gemeinde auch gut aufgenommen. Ich stand mich gut mit allen, alles war soweit in Ordnung. Doch hielt ich den Druck nicht stand. Ich kannte Gott als einen strengen Gott, der mir meine Sünden nur vergab, wenn ich beichten ging. Und dass ich jederzeit ohne Sünde sein soll, um errettet zu werden. Jede Woche versuchte ich es aufs Neue, mit ganzer Kraft keine Sünden zu tun, wirklich nach seinem Willen zu leben. Ich versagte natürlich immer und immer wieder. Wer kann so rein leben? Wer kann von sich behaupten, er sei ohne Sünde? Doch ich konnte nicht so wirklich mit jemandem darüber sprechen. Ich fühlte mich unfassbar schlecht und mir wurde immer gesagt, ich soll mehr Kraft anwenden, dass der Weg mit Gott schwer wäre und ich mich selbst kreuzigen müsste, dass ich das Kreuz tragen müsste. Doch ich hielt dem nicht stand, es war zu schwer für mich. Mit circa 21, 22 Jahren hatte ich große Schwierigkeiten in meinem Leben. Ich konnte mit keinem Menschen darüber reden. Ich verbrachte viele Stunden im Gebet mit der Bitte um Hilfe. Ich wusste einfach nicht weiter. Ich fühlte mich einfach nur schuldig und unfassbar schlecht vor Gott und wusste keinen Ausweg. Ich konnte dieses Leben, immer perfekt zu sein und vor Gott gut zu sein und alles aus eigener Kraft zu schaffen, einfach nicht meistern. Was ich tat, war definitiv das Falsche. Aber ich kapselte mich ab. Ich zog bei meinen Eltern aus. Ich begann neben meinem Hauptjob noch einen Nebenjob. Ich vergrub mich komplett in Arbeit und ging sehr selten zur Gemeinde. Wenn man mich fragte, wie es mir ging, konnte ich mit keinem reden. Ich sagte immer, es sei alles gut, ich müsste viel arbeiten. Was auch stimmte, doch ich vergrub mich in der Arbeit. Ich betete nicht mehr, ich las keine Bibel. Ich brach den Kontakt auch zu Gott komplett ab. Ich konnte so einem großen und mächtigen Gott nicht standhalten. Er war zu gut für mich. Ich war kein guter Mensch und würde nie so perfekt werden wie die anderen. Alles, was mich mit Jesus konfrontierte, versuchte ich mit aller Kraft auszublenden.
Und so verlor ich mich in der Welt, tief vergraben in Arbeit. Erst Jahre später meldete sich jemand von der Gemeinde bei mir und fragte, ob ich noch Mitglied sein wollte. Ich konnte es nicht und sagte, ich wollte ausgeschlossen werden. Über die Gründe sprach ich mit niemandem. Ab dem Moment dachte ich, ich sei verloren. Ich war so erzogen worden, dass nur die eine Gemeinde richtig sei. Und ich war definitiv nicht gut genug. Mich interessierte nichts mehr, ich lebte mein Leben. Und so vergingen Jahre. Ich lernte jemanden kennen, mit dem ich mein Leben teilte. Lernte Menschen kennen, die mit Gott nichts zu tun hatten. Auch einige meiner Geschwister gingen aus der Gemeinde raus. Und so hatten wir uns. Das Beten versuchte ich zu vermeiden, denn wenn ich betete, dann passierte was. Gott tat was und damit war ich nicht einverstanden. Ich glaubte an Gott, aber ich wusste auch nicht, wohin mit mir. Wieder zurück, wieder diese Last ertragen, das konnte ich einfach nicht. Im Jahr 2020, Jahre später, erfuhr ich von der Gemeinde hier in Köln. Durch Corona war meine Cousine auf die Gemeinde gestoßen, erzählte mir von ihr. Ich war skeptisch, ließ mich aber darauf ein. Ich wollte Jesus dienen. Ich hatte ihn in all den Jahren nicht vergessen. Ich habe nur versucht, ihn mit aller Kraft auszublenden. Doch er, unser liebender Gott, er ließ nicht locker. Ich schaute erst online zu, machte beim Ethikkurs mit und wollte einfach mehr über die Gemeinde erfahren. Über ihr Denken, über die Bibel und so weiter. Damals war ich in vielen Dingen, die in der Bibel standen, mit der Gemeinde, wo ich früher hinging, nicht einverstanden. Doch meine Fragen wurden nicht beantwortet. Als ich dann hier in Köln beim Ethikkurs mitmachte, fühlte ich mich so verstanden. Ich war erstaunt, wie unfassbar ähnlich mir hier gedacht wurde. Ich fühlte mich in der Gemeinde sehr hingezogen. Ich fing wieder an, mich auf Jesus einzulassen und er war da. Das war deutlich zu merken. Als ich im April 2021 hier zum Gottesdienst kam, das war Karfreitag, war ich überwältigt. Die Predigt sprach mich so an, ich weinte. Ich konnte so sehr Gottes Nähe spüren. Ich merkte die Liebe, die die Menschen untereinander hatten. Es war so unfassbar, wie heimisch ich mich hier fühlte. Ich bete zu Gott, er solle mich doch wieder zu ihm zurückholen. Und wenn es sein Wille ist, auch mein Freund, mit dem ich damals zusammen war. Doch Gott antwortet anders, als wir denken. Dazu muss ich etwas ausholen. Am Dienstag nach dem Osterwochenende wollten mein Freund und ich uns eine gemeinsame Wohnung holen und ich wohnte damals schon bei ihm. Wir sollten einen gemeinsamen Mietvertrag unterschreiben. Doch als ich Karfreitag nach Hause ging, passierte es anders als erwartet. Mein Leben brach in sich zusammen. Ich trennte mich von ihm und zog aus seiner Wohnung aus. Ich rebellierte. Ist es das, was Gott von mir will, dass ich meinen Freund, mit dem ich schon seit Jahren zusammen bin, vergesse und mich von ihm trenne? Seine Antwort war klar. Er wollte, dass ich mich für ihn entscheide. Aber da wurde mein Leben kompliziert. Es gab so viele Höhen und Tiefen. Ich kämpfte mit meiner Vergangenheit. Ich wollte das alles so nicht annehmen. Doch ich wollte auch Jesus näher kommen. Er war da, das war offensichtlich. Das konnte man nicht verleugnen. Und er half mir. Ich ging weiter zum Gottesdienst. Eine Predigt traf mich wieder ganz besonders. Ich konnte nicht aufhören zu weinen. Ich saß hier im Gottesdienst, mir liefen die Tränen meine Wange runter. Meine Wimperntusche verlief, aber mir war es egal. Es war so, als würde Gott selbst zu mir sprechen, als würde der Prediger mein Herz kennen. Genau hinschauen und mit mir reden. Die Predigt war damals von André Töfs, Ruhe für die bedrückte Seele. Er beschrieb so sehr meine Last, die ich trug. Und hier erfuhr ich erst richtig von der unfassbaren Gnade und Liebe Gottes. Zeitgleich meldete ich mich beim Kurs an, wo ich auch die unfassbare Liebe unseres Herrn kennenlernen durfte. Erst jetzt wusste ich, ich muss nicht perfekt sein. Ich muss nicht mit meiner Kraft alles stemmen. Er liebte mich. Es war so eine befreiende Erkenntnis. Im Februar 2022 übergab ich mein Leben Gott wieder, aber diesmal einen liebenden Gott. Ein Gott, der treu war und für mich da war. Ein Gott, der mich so sehr liebte. Ich war weiterhin stetiger Besucher hier in der Gemeinde. Ich hatte aber noch mit meiner Vergangenheit, meinen Prägungen und Fragen zu kämpfen. Doch unser Gott lebt und er beantwortet Fragen. Ich durfte seine unfassbare Liebe erfahren. Und wie diese Liebe mich verändert. Ich durfte Heilung erfahren. Jetzt will ich nicht mehr nur ein Zuhörer sein, ich möchte in dieser Gemeinde mitwirken und dienen, ein Mitglied sein, was Gott gebrauchen kann.
Amen. Danke dir, liebe Sabine, dass du das so offen und ehrlich hier kommuniziert hast. Wir haben in unserem Gespräch ja über einige Sachen auch gesprochen. Die Lasten, die du getragen hast in dieser Zeit, als du dich von Gott abgewandt hast. Und daran wird auch so sichtbar, wie wichtig es ist, ein klares Gottesbild zu haben. Wenn wir Gott nur als denjenigen sehen, der als Richter da ist und uns eine schwere Last aufbürdet, dann kann es uns niederdrücken. Ja, es ist so, dass Gott von uns fordert, dass wir uns von der Welt entfernen, dass wir ihm konsequent nachfolgen. Und das ist ein konsequenter Lebensweg. Aber gleichzeitig ist er auch der Gott, der von sich sagt in Matthäus 11, 28, kommt her zu mir alle, ihr mühseligen und beladen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und diese Seite Gottes durftest du dann einige Jahre später kennenlernen. Dieser liebende Gott, der durch sein Evangelium dir alles schon gegeben hat, sodass du jetzt 100% für ihn leben kannst, in der Gewissheit, dass du dein Heil hast und keine Last mehr auf dir liegt, sondern sie genommen ist durch Jesus am Kreuz. So schön, danke dir für dieses starke Zeugnis. Wir freuen uns sehr, dass wir dich hier in der Gemeinde aufnehmen dürfen, dass du Teil dieser Gemeinschaft wirst. Schön, dass du mit diesem Ethikkurs dabei warst. Das ist ein Kurs unseres Gemeindebibelseminars Kölns. Ganz große Empfehlung, da mal in die Kurse reinzuschauen. Ihr seht, was das alles bewirken kann. Da wird einfach im Grunde auch das Evangelium wieder von mehreren Seiten angeschaut. Herzliche Empfehlung, da mal auf die Website auch zu gehen und vielleicht auch mal einen Kurs mitzumachen. Sabine, vielen Dank dir. Wir wollen für dich, aber auch für Klaus und Katharina und für Maxim und Hanna und auch für Sabine beten. Du darfst gerne deine Tochter mitnehmen, wenn du magst. Oder geht's gerade nicht so gut? Okay. Ist kein Problem, wenn sie ein paar Geräusche macht. Und dann wollen wir gerne für euch beten. Und Thomas, verbunden über den Livestream. Und dann möchte ich gerne für euch noch beten. Ach so, ja genau. Erstmal kommt noch die Mitgliedschaftsbescheinigung für euch. Genau. Genau, ihr dürft gerne aufstehen für das Gebet. Ja, unser Herr, wir sind dir so dankbar für das, was du in unserem Leben tust, wie du wirkst, wie du eingreifst. Herr, würdest du nicht eingreifen, wir wären alle verloren. Herr, du hast eingegriffen, als du deinen Sohn ans Kreuz gebracht hast, er dort für uns starb. Herr, wir sind dir so dankbar. Herr, danke dir dafür, dass Lilly und Thomas diesen Weg hier in die Gemeinde gefunden haben, sich hier anschließen wollen, hier Segen erleben, hier geistlich wachsen. Bitte stärke sie doch in diesem Weg, den sie gerade beschreiten. Lass sie doch weiter geistlich wachsen und dann auch zum Segen werden hier für die Gemeinde. Herr, ich danke dir so sehr für Maxim und Hanna, die beide auch hier jetzt sich dieser Gemeinde anschließen, Teil dieser Gemeinde sein wollen, musikalisch und bestimmt auch auf andere Weise hier sich einbringen werden. Aber Herr, ich danke dir so sehr dafür, wie du ja, sie früh in ihrem Leben auch durch Eltern zu dir geführt hast. Danke dir dafür, dass du Eltern immer wieder gebrauchst, um so ein großes Zeugnis für uns zu sein und auch in ihrem Leben. Ich bitte dich, dass du sie hier wachsen lässt im Glauben, dass sie hier nächste Schritte machen können in der Nachfolge zu dir hin und immer mehr zu dir hinwachsen, deine Liebe immer mehr erkennen und in der Erkenntnis deiner Liebe wachsen. Herr, danke dir für Klaus und Katharina. Danke, dass du auch sie ja, durch die Eltern und das, was sie an Evangelium gepredigt haben, so geprägt hast. Danke, Herr, dass sie früh in ihrem Leben deshalb diese Entscheidung treffen durften, dir nachzufolgen und sich taufen zu lassen. Herr, danke dir, dass du sie auf diesem Weg jetzt hierher geführt hast in die Gemeinde, dass du sie gebrauchen möchtest. Ich glaube, gerade da, wo wir dringend Not haben, Klaus in der Teenie-Arbeit, danke, Herr, dass du so ja, die einzelnen Puzzlestücke einer Gemeinde immer wieder zusammenfügst, die richtigen Leute mit der richtigen Begabung an die richtige Stelle bringst. Ich will dich auch da bitten, dass du sie führst und leitest. Alle Eltern, die hier vorne natürlich auch stehen, dass du sie in ihrer Erziehung der Kinder auch leitest. Herr, wir sind dir auch dankbar für Sabine und wie du sie zurückgeholt hast als deine geliebte Tochter. Dass sie, obwohl sie von dir weggerannt ist, dass du sie gerufen hast und sie ja, wieder neu hast erkennen lassen oder vielleicht auch zum ersten Mal so richtig, wer du bist und wie du bist. Herr, helf ihr, dass sie ihr Gottesbild immer mehr hinterfragt und immer wieder prüft, wer du bist und immer wieder von deinem Wort ergriffen wird oder erkennt immer mehr, wer du bist. Lass sie doch hier auch im Glauben wachsen und zum Segen werden für die Gemeinde. Amen. Könnt euch gerne setzen. Ja, dann machen wir weiter. Wir sind in der zweiten Halbzeit. Und
haben einige Kandidaten noch vor uns, die ihr Zeugnis erzählen wollen. Eine kleine Entschuldigung an die, die im Livestream dabei sind. Die Pause hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert. Wir genießen hier auch die Gemeinschaft vor Ort und dann nehmen wir uns auch die Zeit für eine ausführliche Pause. Aber jetzt kann es weitergehen. Insgesamt haben wir heute Personen aus 4 Kontinenten hier auf der Bühne und ich finde das auch immer irgendwie ein schönes Bild von Gemeinde, wenn Gemeinde bunt ist. Und Afrika haben wir vertreten, wir haben Asien vertreten, Südamerika bzw. Mittelamerika und Europa sowieso. Und ja, wir machen jetzt weiter mit 2 Taufzeugnissen. Darf ich bitten, dass der Rainer Getz und die Sarah Vogt nach vorne kommen. Rainer Getz und Sarah Vogt, jawohl, die beiden sind ein Paar, deswegen rufe ich sie auch zusammen nach vorne. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch beiden den Anfang macht. Das dürft ihr entscheiden. Auf dem Plan steht Rainer. Wollen wir beim Plan bleiben? Dann bleiben wir beim Plan. Schön. Super. Ich bitte nun alle, die noch im Foyer sind, möglichst leise hier in den Raum zu kommen. Denn wir wollen unmittelbar starten mit den nächsten Zeugnissen. Wunderbar. Rainer, du willst dich taufen lassen. Das freut mich sehr. Erzähl uns doch ein bisschen, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Ja, also hallo erstmal, ich bin der Rainer, ich bin 23 Jahre alt und ja, ich bin auch christlich aufgewachsen aus einer sehr, sehr großen Familie, also meine Eltern haben auch 15 Kinder, ich bin der Jüngste, ich bin der 15. und ja, habe schon früh vom Glauben gehört, viel über das Wort Gottes und von der Gnade Gottes. Ja, aber wie es halt leider so oft ist, ne, wenn man dann irgendwie Teenager wird, dann gibt es halt andere Punkte, mit denen man sich beschäftigt. Und irgendwann ist man halt noch zur Kirche gegangen, um ja, einfach den Eltern Gefallen zu tun. Einfach, ja, weil die Eltern, sag ich mal, jetzt gut stimmen oder ne, den Eltern einen Gefallen tun möchte. Und ja, dann im Jugendalter, dann ist es natürlich immer weiter abgerutscht, da gab es ein Interesse, da hat man halt Party gemacht und ja, alles Mögliche halt, sag ich mal, ausschweifend in der Welt gelebt und ja, und dann mit 20 Jahren habe ich dann auch die Sarah kennengelernt und wir haben dann auch, also haben dann erfahren, dass wir die gleiche Erziehung genossen haben und hatten da auch eine Gemeinsamkeit, aber wir wussten, dass es einen Gott gibt, aber wir haben so gelebt, dass gäbe es keinen, sagt man so schön, ne? Und haben einfach alles weitergemacht wie bisher und wir haben ein paar Mal dann über den Glauben gesprochen oder sogar mehrmals, aber eher im Hinblick darauf, ja, so viel läuft in den Gemeinden falsch, wo wir waren, das und das gefällt uns nicht und wie kann das sein? Und ja, Oktober letzten Jahres, da hat sich ihr Bruder taufen lassen, da waren wir auch heute Taufe natürlich da gewesen und ja, haben und dann nach der Taufe waren wir so ein bisschen ja, mitgenommen und haben dann uns entschlossen, okay, wir lesen mal selber in der Bibel und lesen das mal wirklich ohne eine ja, vorgesetzte Brille durch irgendeine Prägung oder sowas, dass wir das selber mal lesen. Und ja, haben dann beide angefangen zu lesen, auch komplett unterschiedlich, die Sarah zum Beispiel im Neuen Testament, ich im Alten Testament, und haben halt einfach angefangen, das Wort Gottes zu lesen und ja, haben immer mehr ja, erkannt, dass wir vieles falsch machen, haben es das am Anfang noch ein bisschen so versucht, ja, zurechtzulegen, ja, theoretisch ist das ja nicht falsch und hin und her, ne, aber haben immer mehr erkannt, wie schlecht wir eigentlich sind, weil man ja oft auch das einfach den Gedanken hat, ja, ich bin schon ein guter Mensch, das wird schon alles irgendwie werden und ja, ich habe mich dann im Januar einfach irgendwann zu Hause bekehrt, habe mich hingekniet und habe Gott um Vergebung meiner Sünden gebeten und ja, ihm mein Leben übergeben und ja, habe seitdem dann auch gemerkt, wie Gott mich von vielen Dingen freigemacht hat, auch Sünden, die jetzt vielleicht nicht so einfach sind zu lassen, dass man, ja, dass Gott da auch hilft, dass man sein Leben verändert und ja, und dann natürlich, ja, zu Sarah sagt die Sarah gleich selber am besten was. Wie gesagt, deswegen stehen wir auch hier vorne, weil das ineinander quasi eingreift ein bisschen. Und ja, dann waren wir natürlich auf der Suche nach einer Gemeinde und haben auch viele Gemeinden besucht und sind ja auch dann hier irgendwann aufgetaucht und ja, waren sehr begeistert von der Freundlichkeit und haben einfach gemerkt, dass es eine Gemeinde ist, die lebt und auch vor allem, was uns wichtig war, eine bibeltreue Gemeinde und die auch evangelisiert den Dienst bringt, also den Menschen erzählt vom, ja, von Vergebung von Gott und ja, deswegen haben wir uns dann entschlossen, hier uns
taufen zu lassen und in der Gemeinde auch zu dienen. Super. Rainer, danke schön für dieses Zeugnis. Du hast gesagt, du hast dich im Januar bekehrt, das heißt diesen Januar, richtig? Jetzt vor ein paar Monaten. Die Kirche, ja. Und willst dich dann auch direkt taufen lassen. Klar. Das ist ein guter Wunsch, sich direkt nach der Bekehrung möglichst bald auch taufen zu lassen. Ja. Sehr, sehr gut. Dann hören wir jetzt die Sarah mal weiter. Ja, hallo, ich bin Sarah, ich bin 23 Jahre alt und ich bin auch in einer christlichen Familie aufgewachsen. Wir haben schon in unserer Kindheit total viel über Jesus gehört. Ich hatte auch immer schon ein großes Interesse an Jesus. Und genau, dann habe ich mich tatsächlich mit 14 das erste Mal wirklich bekehrt und habe auch ab da mit Jesus gelebt, habe viel in der Bibel gelesen. Aber es war halt irgendwann so, dass ich komplett vereinsamt bin. Also ich habe in Gemeinden, wo ich war, keinen Anschluss gefunden und hatte auch im Freundeskreis irgendwie niemanden, mit dem ich über Jesus reden konnte. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, Kompromisse einzugehen. Ich habe gedacht, ich will nicht so einsam sein, ich will einfach dazugehören, ich will nicht als die Komische wahrgenommen werden. Und dann bin ich in die Welt gegangen und war auch irgendwann so von den Christen enttäuscht. Ich war von Gott enttäuscht, obwohl ich heute war, es waren meine Verfehlungen, habe ich das total gern auf Gott geschoben. Und dann irgendwann habe ich gesagt, nee, ich breche komplett mit Gott, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und ich habe auch wirklich dann, ja, seitdem ich 18 war, komplett in der Welt gelebt, habe auch über Gott furchtbare Dinge gesagt, weil ich einfach so einen Hass auf all das hatte. Genau, dann habe ich mit 20 den Rainer kennengelernt. Wir hatten halt auch den Vorteil durch die gleiche Prägung, dass man halt die gleichen Werte hat, aber wie gesagt, wir haben immer über den Glauben sehr negativ geredet, haben auch komplett gelebt wie unchristliche Menschen. Ja, bis sich dann hat mein Bruder taufen lassen und ich habe da vorne dann einen anderen Menschen gesehen, als er gesprochen hat und habe gehört, dass Gott ihn aus Drogen frei gemacht hat und ich dachte mir, ich habe das nicht mitbekommen, dass mein Bruder so drauf war, erstens und zweitens so krass, wie Gott ihn verändert hat und ja, dann habe ich zu Rainer gesagt, lass doch mal in der Bibel lesen so oder wir sind auf die gleiche Idee gekommen, weil wir irgendwie zur Taufe Fragen hatten und genau ab da hat dann Gott verändert, dass die Sünden auf einmal gar keinen Spaß mehr gemacht haben, dass man das immer mehr lassen wollte. Dann sind wir noch im Dezember zusammen in den Urlaub gefahren mit zwei Freunden von uns und auf einmal hat uns da ein Freund gesagt, dass er sich bekehrt hat. Und da saß dann auch ein anderer Mensch neben uns, weil der hatte auch ja, ein ganz anderes Leben vor Jesus geführt. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass ich dann im Januar, ich glaube am 7. Januar, mein Leben dem Herrn Jesus übergeben habe, nochmal komplett neu gesagt habe, komm du in mein Leben und ja, ich will wieder dein Kind sein. Ja. Ja, Sarah, da freuen wir uns sehr drüber. Also im Prinzip durch das Bibellesen, was immer eine gute Idee ist, wenn man auf der Suche ist, einfach selber anzufangen, der Bibel zu lesen. Und durch das Zeugnis der Veränderung von lieben Menschen in eurem Leben, sei es dein Bruder oder auch die Bekannten dann im Urlaub, das zu sehen, wie Jesus verändern kann, das hat dann euch überzeugt. Wer war denn von euch beiden der Erste, der den Neuanfang zu Jesus gemacht hat? Also es war relativ, ich glaube, in der gleichen Woche, aber ich glaube, sie war erster, wenn ich jetzt das so, ja, doch. Schön. Ja, und dementsprechend hat sich vieles bei euch geändert, auch in der Beziehung. Sie sieht anders aus und Christus ist das Zentrum und das lebt ihr jetzt. Freuen wir uns sehr. Warum möchtet ihr euch taufen lassen? Vielleicht sagt ihr dazu jeweils nochmal ein, zwei Sätze. Ich möchte mich taufen lassen, um einfach nur zu bezeugen, dass ich zu Gott gehöre, dass ich ein Kind Gottes bin und dass er mir meine Sünden vergeben hat. Und einfach als Zeugnis, ne? Sehr gut. Ich möchte mich taufen lassen. Also den Wunsch habe ich schon seit Jahren, also seitdem ich 14 bin, aber einfach, weil ich endlich sagen möchte, dieses Jahr, ich glaube, ich glaube an Jesus und ich glaube, dass er für mich gestorben ist und ich will, dass das alle hören, dass das auch die andere Seite hört, dass ich mich ganz klar zu Jesus positioniere und auch zeige, ich brauche diese Vergebung jeden Tag, weil ich ein furchtbarer Mensch bin und sehr gut. Das ist es. Die Taufe ist immer ein Bekenntnis, ein öffentliches Bekenntnis und zwar sowohl gegenüber der sichtbaren, aber auch gegen der unsichtbaren Welt. Das hast du gerade anklingen lassen. Dementsprechend ist die Taufe auch mit Anfechtungen verbunden, weil die unsichtbare Welt das ja auch mitbekommt. Deswegen vielleicht auch ein Appell an dieser Stelle an die Gemeinde, dass wir immer auch für all die Taufkandidaten besonders beten. Vorher und nach der Taufe. Wir freuen uns wirklich sehr. Wisst ihr denn auch schon, wo ihr euch einbringen möchtet in der Gemeinde? Also wir sind ja schon bei Hoffnungsvoll und alles, was damit zu tun hat. Und ich persönlich würde voll gern in die Seelsorge gehen.
Sehr gut. Weibliche Seelsorger kann man nie genug haben. Da ist der Bedarf oft größer als unser Angebot. Deswegen ist das sehr, sehr gut. Auch männliche Seelsorger übrigens. Aber da wird schon viel abgedeckt. Oft fehlt es an weiblichen Seelsorgern. Wie sieht es bei dir aus, Rainer? Ja, ich kann mich der Sarah nur anschließen. Also hoffnungsvoll und wie sie schon gesagt hat, alles, was damit zu tun hat. Und ja, ich würde sagen, nach ein bisschen so Anleitung und so, wie man das jetzt am besten auch macht, würde ich gerne auch einfach in die Evangelisation gehen. Also das, ja, vielleicht nochmal so wie bei Hoffnungsvoll, aber vielleicht nochmal ein größeres Schema, sag ich mal. Bei Hoffnungsvoll hat man dann so 1:1 Gespräche ja viel mit den Leuten, aber halt vielleicht auch mal richtig in die Evangelisation reingehen. Auch als Prediger? Mir wurde mal gesagt, ich kann gut reden, deswegen. Reden wir mal für. Also, mal schauen, ob das Erste vielleicht ist, weil wir wissen noch nicht gut genug. Aber ja, also irgendwann mal hoffe ich doch schon irgendwie, ja. Ich glaube, dass das Gebet von Jesaja so wichtig ist, dass wir es immer wieder beten. Herr, hier bin ich, sende mich. Und Gott macht und stellt uns an den Ort, wo er uns haben will. Sehr schön. Wir begrüßen die beiden mit einem herzlichen Applaus. So, dann bitte ich die Mabel Calderon nach vorne. Mabel kommt aus Kuba, wird das Zeugnis dementsprechend auf Spanisch erzählen und die Selena übersetzt. Haben wir ein drittes Mikro hier vorne? Kriegen wir hin? Super. Hola. Viel mehr kann ich auch nicht. Ja, Mabel, wir freuen uns, dass du hier bist und du kannst gerne erzählen, wie du zum Glauben gekommen bist. Danke. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mabel Calderón Pérez, tengo 48 años y vengo desde Cuba. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Mabel Calderón Pérez. Ich bin 48 Jahre alt und komme aus Kuba. Hoy le doy gracias a Dios. Hoy le doy gracias a nuestro amado Señor Jesús por poder compartir con ustedes mi pequeño testimonio. Heute danke ich unser geliebter Herr Jesus, weil ich mit euch mein kleines Zeugnis darüber teilen kann, wie Jesus in mein Leben kam. De cómo es que llegó Jesús a mi vida. Desde niña, mi madre siempre nos inculcó amar a Dios y solo a Él pedirle y agradecer. Seit ich ein Kind war, hat meine Mutter uns immer beigebracht, Gott zu lieben und nur ihm zu beten und zu danken. Pero hoy sé que no era solo eso, que también había que buscar de Jesús, su Hijo amado, que Él mismo envió a la tierra para pagar por nuestros pecados. Aber heute weiß ich, dass es nicht nur das war, dass wir auch nach Jesus suchen müssten, seinem geliebten Sohn, den er selbst auf die Erde geschickt hat, um für unsere Sünden zu bezahlen. ¿Cómo llegó Jesús a mi vida? Wie kam Jesus in mein Leben? Primeramente, yo ya había escuchado de él y conocía algunas historias de la Biblia. Sin embargo, no tenía una relación personal con él. Erstens hatte ich bereits von ihm gehört und kannte einige Geschichten aus der Bibel. Allerdings hatte ich keine persönliche Beziehung zu ihm. Fue aproximadamente al inicio de la pandemia que empecé a darme cuenta de lo perdido que estaba el mundo, del pecado y falta de amor en la gente. Ungefähr zu Beginn der Pandemie wurde mir bewusst, wie verloren die Welt ist, welche Sünde in den Menschen steckt und wie wenig Liebe sie haben. Así que empecé a buscar más a Dios a través de películas, música y prédica. Uno de los videos que más me impactó fue cuando el evangelista Gigi Ávila contó su testimonio. Also fing ich an, mehr nach Gott zu suchen, durch Filme, Musik und Predigten. Eines der Videos, das mich am meisten beeindruckte, war, als der Evangelist Gigi Ávila sein Zeugnis erzählte. Su gran amor y fe por Jesús me hicieron darme cuenta de que él vivía una relación íntima y diaria con Jesús, y yo quería lo mismo. Seine große Liebe und sein Glaube an Jesus ließen mich erkennen, dass er eine innige und tägliche Beziehung zu Jesus führte. Und ich wollte es auch.
Desde ese momento mi vida cambió. Comencé a no tener más necesidad de ver la televisión, de tomar mi cerveza los fines de semana, de bailar o de escuchar la música del mundo. Von diesem Moment an veränderte sich mein Leben. Ich brauchte nicht mehr täglich fernzusehen, am Wochenende mein Bier zu trinken, zu tanzen oder Musik der Welt zu hören. Pero sobre todo empecé a sentir una paz y una alegría en mi corazón que nunca antes lo había sentido. Vor allem aber begann ich einen Frieden und eine Freude in meinem Herzen zu spüren, die ich noch nie zuvor gespürt hatte. Empecé a querer saber más de nuestro Salvador y de todos los milagros tan bellos que hizo. Ich begann mehr über unseren Retter wissen zu wollen und all die schönen Wunder, die er vollbrachte. Empecé a sentir la necesidad de pedirle perdón por mis pecados y no solo por los míos, sino también por los demás. Ich begann das Bedürfnis zu verspüren, ihm um Vergebung für meine Sünde zu bitten, und zwar nicht nur für meine eigene, sondern auch für die Sünden anderer. Hoy quiero también darle las gracias a nuestro Rey de Reyes por haberme traído a esta iglesia. Heute möchte ich auch unserer König aller Könige dafür danken, dass er mich in diese Gemeinde gebracht hat. Y aunque no todo lo entiendo en alemán, cuando hablan de las cosas de Dios, puedo sentir mucha paz y la presencia de Dios en este lugar. Und obwohl ich nicht alles auf Deutsch verstehe, wenn christliche Begriffe verwendet werden, kann ich an diesem Ort viel Frieden und die Gegenwart Gottes spüren. Le doy gracias a él por traer personas maravillosas a mi vida que me ayudan y acompañan. Me acompañan en este nuevo camino de la fe, como por ejemplo Selena. Ich danke ihm, dass er wunderbare Menschen in mein Leben gestellt hat, die mir auf diesem neuen Weg des Glaubens helfen und begleiten, wie zum Beispiel Selena. Y sobre todo le doy muchas gracias por haberme permitido tener un nuevo nacimiento en Cristo Jesús y poder tomarlo públicamente a través del bautizo. Und vor allem danke ich ihm sehr, dass er mir die Wiedergeburt in Jesus Christus ermöglicht hat und dass ich dies auch durch die Taufe öffentlich zeigen kann. Y le pido que cada día me llene de su amor, de su misericordia y que ayude a me ayude a conocer más su palabra. Und ich bitte ihn, dass er mich jeden Tag mit seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit erfüllt und mir hilft, mehr über sein Wort zu erfahren und zu verstehen. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Vielen Dank und Gottes Segen euch. Gracias, hermana. Ja, vielen, vielen Dank auch für dieses bewegende Zeugnis. Verstehst du das alles, was ich sage? Oder soll Selena nochmal übersetzen? Ja, kannst du machen, wann ich verstehe. Du verstehst das gut, ne? Okay. Super. Ja, ich fasse das einfach nochmal zusammen, ganz kurz. Gerade in der Corona-Zeit hast du nochmal gesehen, wie verloren diese Welt ist. Und dann hast du mehr und mehr festgestellt, du bist auch verloren und brauchst einen Retter. Und das war der Moment, wo du dich an Jesus gewandt hast. Er hat dir deine Sünden vergeben. Du bist ein neuer Mensch. Das freut mich sehr. Wie hast du Selena kennengelernt und wie bist du auf unsere Gemeinde gekommen? Nee, ich kenne nicht Selena. Ich habe früher nicht kennengelernt. Aber meine Schwester, ja. Also über die Schwester? Ja. Wunderbar, schön. Ihr wohnt doch sogar in der gleichen Gegend, ja, oder? Ja, das ist fast meine Nachbarin. Ja. Nachbarin, wir sehr, sehr das gut. Nicht, aber, ich hatte ja. Das noch so in Erinnerung, das freut uns natürlich sehr. Ja, und du hast es auch schon gut begründet, Mabel, warum du dich taufen lassen möchtest. Im Prinzip war alles drin in deinem Zeugnis und wir freuen uns sehr, dass du dich hier bei uns in der Gemeinde taufen lassen möchtest. Ich fand das auch besonders schön zu hören, wo du sagst, auch wenn ich nicht alles immer verstehe hier, ich fühle die Verbundenheit durch den Geist Gottes mit den Geschwistern. Und das ist wirklich das, was der Geist Gottes wirkt. Und am Verständnis, da wollen wir weiter arbeiten. Es gibt immer eine spanische Übersetzung der Predigt und die wird immer wichtiger, weil wir immer mehr Geschwister in die Gemeinde bekommen, die einen spanisch sprechenden Hintergrund haben. Und das wird dir sicherlich auch eine große Hilfe sein. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Du kannst vorne bleiben und ich bitte auch noch Rainer und Sarah nach vorne, da möchte ich gerne für euch beten. Kommt gerne nach vorne, die Gemeinde kann dazu aufstehen und dann bete ich noch für die drei. Vielleicht auch noch mal einen Satz zum Verständnis. All diejenigen, die schon getauft sind und von einer anderen Gemeinde zu uns wechseln, denen geben wir heute schon die Mitgliedschaftsbescheinigung, weil sie am Tag des Kennenlernabends Mitglieder unserer Gemeinde werden. Den Taufkandidaten geben wir hier noch keine Bescheinigung, weil sie ja die Taufbescheinigung am Tag der Taufe bekommen. Das ist einfach so zum Verständnis. Und nun beten wir. Vater im Himmel, ich bin dir so dankbar dafür,
dass du Menschen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen in unsere Gemeinde fügst und sie zuvor rettest. Bin dir dankbar für Rainer und Sarah, Herr, dass du sie angesprochen hast durch dein Wort, Herr. Dein Wort ist das bewährteste Traktat. Und wie 2. Timotheus 3, Vers 14 sagt, hat dein Wort die Kraft, zum Glauben zu führen an den Herrn Jesus und dadurch Rettung zu bewirken. Danke dafür, dass die beiden das erlebt haben. Auch, dass Menschen in ihrem Umfeld so ein starkes Zeugnis waren davon, was du in Menschen bewirken kannst. Und nun bitte ich dich für die beiden, dass du ihre Freundschaftsphase, dann ihre Verlobungsphase segnest, Herr, und dass sie auch gestärkt eine Ehe gründen können, die ganz auf dich ausgerichtet ist. Zugleich bitten wir dich, dass sie hier auch in der Gemeinde eine geistliche Familie finden. Und ich bin dir auch so dankbar für Mabel. Danke dafür, dass du auch ja, die Corona-Zeit, wie in so vielen Leben von Menschen in ihrem Leben, so wunderbar gebraucht hast, um sie zu dir zu ziehen, Herr. Und dann danke ich dir auch, dass du ihr Selena an die Seite gestellt hast, um sie in der Jüngerschaft anzuleiten. Herr, du planst das alles so wunderbar und es sind keine Zufälle. Du bist souverän. Wir geben dir dafür die Ehre, was du hier auch in dem Leben dieser drei Menschen getan hast. Amen. Amen. Könnt ihr euch gerne setzen. Und Selena, danke für die Übersetzung. Wunderbar. Gut, dann macht jetzt der Viktor Kamniew weiter mit der nächsten Person. Als nächstes darf sich Veronika Schimmer vorstellen. Es handelt sich dabei um einen Lebensbericht. Hallo, mein Name ist Veronika Schimmer und ich komme aus Altenkirchen. Ich bin groß geworden in einer christlichen Familie. Und von klein auf besuchte ich eine russlanddeutsche Baptistengemeinde in Altenkirchen. Und ja, ich war auch bei den Kinderstunden auf der Jungscha und bei der Jugend. Im Teenie-Alter, da weiß ich noch ganz genau, wir hatten einen Vortrag und da wurde der breite und der schmale Weg vorgestellt. Also der breite Weg, den jeder geht, und der schmale Weg ist der Weg mit Jesus. Und ich sagte mir, ich bin noch nicht bereit, den Weg mit Jesus zu gehen. Aber eines Tages werde ich mich für Jesus entscheiden. Und somit habe ich mich ganz bewusst für die Sünde entschieden und wusste auch mit jeder Sünde, dass es eine bewusste Sünde war. Und ich wusste auch, dass wenn ich sterbe, dass ich dann direkt auch in die Hölle komme. Ja, mein Leben ohne Jesus war sehr traurig. Ich habe viel gelogen, geklaut. Das hat mir auch alles Spaß gemacht. Doch irgendwie ging das mit mir immer schlimmer. Und es hat auch alles gar nichts mehr im Leben funktioniert. Die Freundschaften gingen kaputt. Auch in der Familie gab es viele Streitigkeiten, also meinerseits. Und ja, ich wollte mein Leben beenden. Gott sei Dank habe ich das nicht durchgezogen. Und an einem Samstagabend sagte ich mir, ich kann nicht mehr. Ich brauche Jesus. Und somit ging ich dann am nächsten Tag, am Sonntag, in die Kirche. Und an dem Tag hatten wir Abendmahl. Da wurde nochmal die Botschaft von Jesus erzählt, was er für uns getan hat. Und ich durfte das ganz zu erkennen, was ich bis dahin noch nie erkannt habe, dass er auch für mich gestorben ist, für meine Sünden, und dass ich auch Rettung finden kann. So kam das dann auch, dass ich mich nach dem Gottesdienst bei einem Bruder bekehrt habe, und ich wusste ab dem Moment, wenn ich jetzt sterbe, ich komme in den Himmel. Mir sind alle Sünden vergeben. Jesus hat mich frei gemacht von der Last, die mich bis dahin so bedrückt hat, und ich wollte leben. Ja, somit wurde ich Mitglied der Baptistengemeinde vor Ort, also in Altenkirchen. Und ich hatte verschiedene Dienste in der Gemeinde. Ich habe eine Küchengruppe geleitet, war eine Zeit lang für die Tischdekoration zuständig und habe eine Zeit lang Seniorenbesuche organisiert. Ich war 3 Jahre lang Mitglied dieser Gemeinde. Ach ja, ich habe mich 1 Jahr nach meiner Bekehrung taufen lassen. Dann war ich halt 3 Jahre lang Mitglied in dieser Gemeinde. Und die Gemeinde ist gesetzlich. Ich habe die ganze Zeit ein Doppelleben geführt. Ich wusste, dass die Gemeinde zum Beispiel gegen offene Haare ist oder Hosen, und ich habe das trotzdem alles gemacht. Aber vor der Gemeinde habe ich mich dann halt so gekleidet und so benommen, wie die Gemeinde es wollte.
Ein Jahr lang habe ich gebetet und wollte von Gott wissen, was soll ich jetzt machen, weil es sich so falsch angefühlt hat, gar nicht so aufrichtig. Und ja, dann habe ich mich 2020 von der Gemeinde abgemeldet und habe mich auf die Suche begeben nach einer neuen Gemeinde. 2021 dann habe ich meine Ausbildung beendet als Kauffrau für E-Commerce und ja, habe ein halbes Jahr lang nach einer Arbeitsstelle gesucht und die ganze Zeit gar nichts gefunden. Es hat nichts funktioniert. Und erst nach meiner mündlichen Prüfung habe ich eine Arbeitsstelle bekommen, meinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Und das war bei einer Arbeitsstelle in Sinzig im Ahrtal. Und ja, ich durfte da eine Arbeitsstelle anfangen als Online-Marketing-Managerin und bin dann dorthin gezogen in eine Kellerwohnung, einen Tag vor der Flutkatastrophe. In der Nacht von der Flutkatastrophe, da hat mich meine Vermieterin rechtzeitig hochgerufen. Ja, Gott hat an dem Tag mein Leben verlängert. Ich habe auch die ganze Zeit gebetet, Herr, ich will eine Arbeitsstelle haben und einen Dienst. So kam das auch. Ich habe beides bekommen. Ich durfte dann jeden Tag nach der Arbeit zu den Leuten hingehen und denen helfen. Es hat mich so erfüllt, weil ich einfach für den anderen leben durfte. Also einfach für den Herrn ein Zeugnis sein und auch den Menschen dann neben der Arbeit noch vom Glauben erzählen. 2020 bin ich dann zurückgezogen in die Heimat, bin ins Homeoffice gegangen und mein größter Wunsch war zu der Zeit zu heiraten. Ich wollte unbedingt heiraten, hab dann auch so gebetet, Herr, ich will heiraten, und dann kam plötzlich, habe ich so eine Online-Bekanntschaft gemacht mit einem jungen Mann, der zwar behauptet, dass er Christ sei, doch ich habe gemerkt, irgendwie stimmte was nicht. Er kennt Jesus gar nichts. Und der Heilige Geist hat mich auch immer wieder gemahnt, aber auch meine Freunde und meine Familie hat mich immer wieder gewarnt und sagte, du darfst nicht mit ihm zusammen sein, du musst mit einem Christen zusammen sein. Doch ich wollte die Erfahrung machen und war ein halbes Jahr lang mit ihm zusammen. Und im August 2021 habe ich dann ganz entschieden gebetet und sagte, Gott, was soll ich machen, was willst du von mir? Und innerlich hörte ich von ihm die Stimme, mach Schluss. Ich habe nicht beim ersten Mach Schluss auf Gott gehört. Der musste es mehrfach zu mir sagen. Nach ein paar Tagen habe ich dann den Schluss gefasst und sagte, Herr, ich mache jetzt Schluss, doch mein Herz ist gebrochen, es ist leer. Heile es, mach es ganz. Und wenn du willst, werde ich für dich Single sein. Und ja, ich will auch gerne Aufgabe haben. Ich will für dich leben. Ich weihe mein ganzes Leben dir. Und hörte dann wieder innerlich die Stimme von Gott, Weihnachtsplätzchen für die Obdachlosen. Ich sagte, Gott, welche Obdachlosen? Ich kenne gar keine. Und habe dann daraufhin mit meiner Schwester gesprochen. Sie sagte mir, du musst mit Jan Sokau sprechen. Ich so, wer ist das? Die so, ich habe doch von dem erzählt. Du hast auch ein Video gesehen. Ich so, nein, habe ich nicht gesehen. Sie hat mir sein Zeugnis gezeigt und ich sagte, Jana, du musst mich mit ihm bekannt machen. Er wohnt ganz in der Nähe von mir. Ich habe mich mit Jan getroffen und er sagte, ja, dann komm doch zu den Straßeneinsätzen mit. Und somit bin ich seit August letzten Jahres bei den Straßeneinsätzen dabei. Gott führt mich und ich hatte auch immer mehr den Wunsch, dass ich mich einer Gemeinde anschließen möchte, weil ich ja schon 3 Jahre lang ohne Gemeinde war. Und ja, seit Januar besuche ich hier den Gottesdienst. Und auf dem ersten Gottesdienst, als ich hier saß, das war die Predigt von André, völlige Hingabe, da durfte ich auch weitere Bereiche Gott abgeben, die ich noch für mich behalten habe. Und ich saß hier und wusste, das ist meine Familie, hier bin ich endlich angekommen, das ist meine Gemeinde, hier will mich Gott haben. Das habe ich so klar verspürt. Und ja, ich bin dem Herrn sehr dankbar, wie er mich bis hierhin geführt hat und dass ich euch alle hier kennenlernen durfte, auch viele, viele, viele nette Geschwister, die auch jetzt für mich beten, dass Gott mir den Freimut gibt, hier zu stehen. Vielen Dank, Veronika. Ich hatte das Vorrecht, mit dir auch davor zu sprechen und wir haben uns kennengelernt und man hat sofort die Verbundenheit gemerkt, dass wir eine Familie sind, dass wir einen Vater haben. Ne? Und das ist das Schöne daran, dass wir Geschwister sind.
Ja, zu Kontakt mit unserer Gemeinde kam durch Jan Zukau. Du gehst auch zu seiner Kleingruppe. Du findest eigentlich recht schnell hier Anschluss. Und du hast auch erwähnt, du könntest dir eventuell vorstellen, irgendetwas im Deko-Bereich machen. Freuen wir uns auch und heißen dich nochmal hier herzlich willkommen bei uns. Okay. Du kannst gerne Platz nehmen und wir machen jetzt dann weiter mit André. Als nächstes hören wir ein Taufzeugnis. Also wenn wir Lebensbericht sagen, dann ist das immer eine Person, die schon getauft ist und sich hier anmelden will. Wenn wir Taufzeugnis sagen, dann ist das eine Person, die sich taufen lassen möchte. Jara, darf ich dich nach vorne bitten? Jara Reginold möchte sich hier in der Gemeinde taufen lassen. Wir sind sehr froh darüber, sind gespannt, dich jetzt näher kennenzulernen und wie dein Weg zu Jesus verlaufen ist. Bitte. Ja, hallo zusammen. Ich bin Jara Reginold, ich bin 19 Jahre alt und ich komme aus Burscheid. Und ich hatte das Privileg, dass ich in einem christlichen Haushalt aufwachsen durfte. Ich bin in die Kinderstunde gegangen. Ich habe früh schon von dem biblischen Geschichten gehört. Durfte Gott kennenlernen. Aber ich habe mich halt eher aus Pflicht oder aus der Tatsache, dass man das von mir verlangt, mit Gott auseinandergesetzt. Und ich glaube, ich habe für eine lange Zeit nicht wirklich begriffen, dass ich ein Sünder bin, weil auf den ersten Blick läuft ja eigentlich alles in Ordnung. Ich bin vorbildlich, ich lerne die Verse auswendig und so. Aber mit 12 auf einer Freizeit im biblischen Unterricht, da war das Thema, dass alle Menschen wirklich Gott brauchen. Und der Prediger hat da die Frage gestellt, würdet ihr einem Obdachlosen, der von dem ihr wisst, dass er das Geld für Alkohol und für Drogen ausgibt, würde ich ihm Geld geben. Und mein erster Gedanke war natürlich nicht, das wäre voll unlogisch und würde völlig das Ziel verfehlen. Aber da wurde mir dann erst so richtig klar, erstens, ich selber handle nicht liebevoll, ich denke nicht liebevoll und im Prinzip denke ich genauso wie ein Mensch von dieser Welt. Und zweitens, da wurde mir erst bewusst, was es bedeutet hat, dass Gott für mich gestorben ist. Das hat man ja oft irgendwie einfach für selbstverständlich genommen. Man hört das halt ständig. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Aber das ging halt im linken Ohr rein, im rechten wieder raus. Und da, als ich mir die Frage gestellt habe, ob ich genauso handeln würde, da habe ich erst erkannt, wie wahnsinnig das ist, was Gott für uns am Kreuz getan hat. Und ich würde da von der Bekehrung sprechen. Ich habe es da nicht so genannt, aber ich denke mal, das ist der Punkt, wo ich Gott in mein Leben reingelassen habe. Danach ging das Leben, aber ich sag mal ganz normal weiter. Ne? Ich bin halt wieder in die Alltagsroutine verfallen. Ich ging sonntags ganz normal in die Gemeinde, aber im Rest der Woche hat Gott für mich keine Rolle gespielt. Aber zu Anfang der Pandemie, da kam es dann zu einem Ereignis, wo ich wirklich geprägt wurde. Ich glaube, wo Gott sehr viel an mir gearbeitet hat. Das Beweisstück sitzt da vorne rechts, das ist meine Mama. Und zwar war das zu Anfang der Pandemie. Meine Mutter hatte Beschwerden am Kopf. Sie ist ganz normal zum Arzt gegangen. Man hat ihr Kopfschmerztabletten gegeben und sie wieder nach Hause geschickt. Und sie hat wirklich 2 Tage ganz normal weiter ihren Hausfrau-Tätigkeiten ist sie weiter nachgegangen. Und dann ist sie nach 2 Tagen nochmal zum Arzt gegangen, weil sie wirklich jedes Mal einen Hammerschlag gespürt hat, wenn sie ihren Kopf bewegt hat. Und da hat man erst festgestellt, irgendwas stimmt da nicht. Hat den Krankenwagen gerufen, sie auf die Intensivstation verlegt. Und ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen. Mein Vater war da halt vor Ort, ich war zu Hause ganz normal und ich habe nicht mal mitbekommen, dass die Ärzte meiner Mutter gesagt haben, im schlimmsten Fall hast du nur noch 3 Stunden zu leben. Und erst als mein Vater wieder nach Hause kam, bekam ich das mit, habe den Ernst da überhaupt wirklich verstanden. Und ich glaube, da war das erste Mal, wo ich dann wirklich aus Ehrfurcht auf die Knie gegangen bin vor Gott
und ihn mir wirklich anvertraut habe. Und ich glaube, das Leid, was ich in dem Moment da gespürt habe, das war das, wo ich gemerkt habe, dass Gott wirklich jeden Tag für uns da ist und dass Gott uns auffängt und uns tröstet. Und eben dadurch, dass meine Mutter jetzt hier ist, ganz normal lachen kann, ganz normal gehen kann, man kann mit ihr reden, obwohl sie angeblich 1,5 Milliarden Gehirnzellen verloren hat, wenn man das hochrechnet. Also es ist ja so, man sagt, die ersten 4 bis 6 Stunden ist es nicht ganz so kritisch mit dem Schlaganfall, aber ab da verliert man 10.000 Gehirnzellen pro Sekunde. Und das auf 2 Tage rechnet. Also das kann man biologisch nicht erklären, das ist Wahnsinn. Und dass ich jeden Tag wirklich mit einem Wunder zu tun habe, das ist ein Privileg, das ist ein Geschenk Gottes. Und ich denke, das sollte mich daran erinnern, dass Gott in unserem Alltag eine Rolle spielt. Da bin ich sehr dankbar für. Genau, dann, was den Dienst angeht, ich war in meiner Gemeinde als Techniker tätig. Also vielleicht käme das für mich hier dann auch in Frage. Das war das Erste, was mich hier an der Gemeinde irgendwie begeistert hat. Also ich wurde von einem Freund hier eingeladen, der hier zur Jugend geht. Letztes Jahr im September hat sich das so ergeben, dann kam er immer mal hin und wieder und in letzter Zeit wurde es halt regelmäßiger und ich habe mich entschieden, hier mich taufen zu lassen. Genau, aber das Erste, was mich hier begeistert hat, war irgendwie das technische Equipment. genau, wäre vielleicht noch erwähnenswert. Hört man nicht ganz so häufig, aber wir freuen uns. Du bist sehr technikaffin. Man muss dazu sagen, Jara ist erst 19 und schließt nächstes Jahr sein Maschinenbaustudium ab. Ne? Also das erklärt dann auch die Begeisterung für Technik wahrscheinlich. Ja, schön. Aber nochmal zurück zu deinem Zeugnis. Ja, sehr bewegend, was Gott dafür ein Wunder getan hat. Und wir begrüßen die Eltern an dieser Stelle hier in unserer Mitte. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns vor allen Dingen darüber, was Gott in deinem Leben getan hat. Du hast im Prinzip schon alle Fragen beantwortet. Dienstfrage, warum du dich taufen lassen möchtest. Ich habe trotzdem noch mal einfach eine Frage, die ist klar, aber es ist immer schön, das noch mal zu hören. Wer ist Jesus für dich? Jesus ist für mich mein Retter, der für mich am Kreuz gestorben ist. Für mich, der nicht mal eingesehen hat, dass er selber ein Sünder ist und trotzdem dafür bezahlt hat, obwohl er wusste, dass ich immer wieder sündigen werde. Amen. Und auf diesen Glauben hin wollen wir dich taufen. Schön, dass du das so bezeugen möchtest. Sehr, sehr gut. Ja, dann heißen wir Jara hier auch herzlich willkommen. Den Abschluss machen heute Eddie und Jane. Eddie und Jane Großmann sind bereits getauft und wollen sich hier der Gemeinde anschließen. Genau, wir freuen uns auch, euch kennenzulernen. Und vor allen Dingen sind wir gespannt, was Gott so in eurem Leben getan hat. Bitte, wer macht von euch den Anfang? Ja, ich darf anfangen. Hallo zusammen, ich bin Eddie. Eigentlich heiße ich Eduard, aber bitte nennt mich Eddie. Das wäre mir sehr lieb. Ich bin 32 Jahre jung. Ja gut, 32 Jahre jung. Bin fast 7 Jahre mit Jane verheiratet. Habe 2 Kinder. Meine leibliche Tochter wird bald 5. Mein Pflegesohn wird bald 4. Und ja. So viel zu erzählen gibt es, glaube ich, gar nicht. Aber ich bin, wie die meisten auch, in einer christlichen Familie aufgewachsen. Bin ungefähr mit 9, ja, habe ich mich bekehrt, so wie es halt Kinder machen, so aus dem Schuldgefühl heraus. Und dann immer wieder mal öfters erneuert oder nach vorne gegangen zur Gemeinde. Es war auch eine russlanddeutsche Baptistenbrüdergemeinde in Halfa, da komme ich her ursprünglich. Und dabei habe ich mich einmal bei einer, ich glaube, einer Evangelisation von Willi Dick, vielleicht sagt ihm das jemand was, ja, ich sehe schon die ersten Finger, bekehrt, also wirklich bewusst bekehrt, einen Umkehr gemacht und mit 17 Jahren mich dann durch den Glauben auch in der Gemeinde taufen lassen, in Halfa auch, und war dann auch bis 21 Jahre, ich sag mal, so ein richtig guter Alibi-Christ, ja, so immer sonntags gegangen und aber ehrlich gesagt nicht wirklich viel verstanden, was eigentlich Jesus getan hat für uns. Und bin mit 21 immer mehr durch, ich sag mal, durch die eigene Entscheidung, aber durch Einfluss auch von Freunden in die Welt so gegangen und habe halt so eine rebellische Phase gehabt, so bis 24, 25. Und Gott sei Dank durfte ich dann Jane kennenlernen. Und ja, sie war halt schon immer im Glauben fest verwurzelt und hat mich ja quasi eigentlich ja, so konfrontiert, dass ich gesehen habe, ich bin eigentlich die ganze Zeit vor Gott weggelaufen,
Aber Gott war schon immer schneller und immer an der Position von da, wo ich hingelaufen bin. Aber ich habe es versucht zu ignorieren. Habe mich dann nochmal komplett neu aufgemacht. Und ja, dann haben wir kurz danach geheiratet. Und während wir verheiratet waren, habe ich erst, sage ich mal, eigentlich richtig verstanden, was diese Gnade von Jesus in unserem Leben gemacht hat. Weil ich kann sehr gut nachvollziehen, diese Zeugnisse, die hier waren, mit der Angst, die man hat, wenn Jesus jetzt kommt, bin ich jetzt gerade richtig dafür oder bin ich jetzt gerade bereit? Und das kann extrem quälen. Und diese Freiheit habe ich dann nochmal neu kennenlernen dürfen und bin Gott so dankbar. Wir sind dann aus Halfa nach Gummersbach gezogen, wohnen mittlerweile jetzt in Wiel und kennen die Gemeinde hier von Matthias Schmidt und Janett Schmidt. Die sind schon jahrelang Mitglieder der Gemeinde, das ist übrigens der Bruder von Jane. Und ja, fühlen uns hier sehr, sehr wohl, sehr zu Hause und hoffen, es hier auch gut einsetzen lassen zu können. Sehr gut, danke dir. Eddie, ich bemühe mich nicht, Eduard zu sagen. Eddie, Einsatz war das letzte Wort. Weißt du da schon genaueres, wo du dich einbringen möchtest? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe mit dir persönlich was gesprochen. Ich will das jetzt noch nicht erwähnen. Aber ich bin offen und ich schaue einfach, wo auch Gott mich einsetzen möchte. Singteam wäre jetzt keine gute Idee, aber ja, sowas. Ich schaue, was auf mich zukommt, erstmal reinschnuppern und dann eventuell sprechen wir nochmal über die Sache. Ich will jetzt nicht darüber reden. Ist gut. Gut, dann sagen wir erstmal Dankeschön. Wir applaudieren gleich für euch beide. Jay, wie bist du zum Glauben gekommen und erzähl uns auch noch einfach ein paar Takte zu dir. Okay, also ich bin Jane, 26 Jahre alt und ich bin auch in einem sehr behüteten Elternhaus aufgewachsen, habe wirklich tolle Eltern und habe von klein auf einfach Gott kennengelernt. Das war am Essenstisch und überall eigentlich immer Thema. Und ich habe mich auch sehr früh, würde ich sagen, bekehrt. Ich glaube so mit 8 Jahren und ich war in der Gemeinde in Oberwil dann. Mit 13 Jahren sind wir mit meinen Eltern dahin gegangen, hatten auch die Gemeinde gewechselt, habe mich mit 15 Jahren taufen lassen und das war alles so, würde ich sagen, relativ langweilig. Ich hatte bei mir immer dieses, ich habe Gott geliebt, aber ich finde es schwierig, das zu erklären. Ich habe mir nichts aufgeschrieben, ich habe gedacht, ich brauche das nicht, aber gut. Es steht ja geschrieben, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele. Und ich wollte immer Gott lieben und ich habe immer gedacht, wie kann man Gott so sehr lieben, dass Gott wirklich an oberster Stelle ist. Und ich hatte aber trotzdem immer dieses Gefühl, das meiste habe ich ja verstanden, so ein bisschen kleiner Pharisäer. Die meisten Sachen habe ich schon erfasst. Und ich habe dann auch Eddie kennengelernt, habe so mein Leben gelebt und Gott war immer Teil davon. Aber ich wollte immer mehr. Und dann haben wir geheiratet und alles und wir haben Freunde kennengelernt, also alte Freunde von Eddie. Und es hat bei mir alles so ein bisschen auf den Kopf gestellt, weil wir dann ins Gespräch gekommen sind und ich bei mir gemerkt habe, ich habe so viele Ansichten und so ein Gottesbild ohne eine gute Grundlage, ohne die Bibel. Ich habe irgendwelche Lieder gehört, ich habe irgendwelche Predigten gehört. Aber ich habe nicht die Bibel als Grundlage und dieses tiefe Verständnis, das ich brauchte, hatte ich nicht. Und das hat bei mir so irgendwie alles nochmal, ja, es ist ziemlich viel ins Rollen gekommen und ich habe angefangen zu beten, ich will mehr. Und ich habe viel mehr bekommen, ich habe so viel erlebt, ich habe Gott viel besser kennengelernt. Ich habe Gott früher immer in eine Schublade gesteckt und ich habe gemerkt, Gott ist größer, Gott ist besser, Gott ist schöner und ich kann gar nicht anders, als ihn zu lieben seitdem. Seitdem ich verstanden habe, was am Kreuz passiert ist, ist so eine Liebe in meinem Herzen, dass ich, das quillt einfach über. Und ja, das ist für mich so mein neuer Anfang gewesen. Auch wenn ich vorher nichts Weltbewegendes erlebt habe, war das für mich so ein nochmal ein Neustart mit Gott. Und wir sind halt, wie Eddie gesagt hat, umgezogen und alles. Und wir sind hier auch immer wieder hingegangen und es war eigentlich ganz angenehm, so Sonntag hier hinzukommen und dann wieder wegzufahren. Und dann hatten wir eine Predigt gehört, Konsument oder Diener. Und ich habe mich ziemlich ertappt gefühlt, weil ja, ich habe so gemerkt, dass ich sehr gerne konsumiere, sehr gerne hier sitze, aber ich diene nicht in einer Gemeinde. Und bei mir ist dann dieser Wunsch gekommen, ich möchte dienen und deswegen möchte ich auch sehr gerne mit Eddie Mitglied werden. Schön. Und wir möchten euch sehr, sehr gerne aufnehmen. Herzlich willkommen hier in der Gemeinde. Ja, ihr beiden könnt gerne vorne bleiben. Die anderen bitte ich auch noch mal nach vorne. Die Victoria und Jara, genau. Veronika, Entschuldigung, nicht Victoria. Veronika.
und Jara, und dann will ich gerne für euch beide beten. Aber drei Personen von euch bekommen vorher noch die Mitgliedschaftsbescheinigung. Dann seid ihr offiziell Mitglieder der Evangelischen Freikirche Köln-Ostheim. Jara wird es mit der Taufe, ne? Genau. Super. Okay, die Gemeinde kann gerne aufstehen und ich bete dann noch. Vater im Himmel, ich bin dir auch so dankbar für diese vier Geschwister, mit denen du uns so verbunden hast, Herr. Und wir können so übereinstimmen mit den Zeugnissen, Herr. Danke dafür, dass du Veronika geführt hast, Herr, durch verschiedene Zeiten ihres Lebens hindurch. Und ich bin dir so dankbar, dass du ihr nochmal bewusst gemacht hast, es geht um alles. Es geht um völlige Hingabe. Und danke, dass sie da ihr Leben auch nochmal ordnen konnte und sich wirklich dir völlig hingegeben hat. Danke dafür, Herr, dass sie jetzt hier auch Mitglied dieser Gemeinde wird, und möchte dich bitten, dass du sie weiterhin reichlich segnest, nicht nur bei Hoffnungsvoll, wo sie so eifrig mitarbeitet, sondern auch insgesamt hier in der Gemeinde, dass sie weiter wachsen kann, dass wir für sie ein Segen sein können. Ich danke dir so für Jara, Herr. Ich danke dir für sein gläubiges Elternhaus. Es ist immer wieder so ein Segen, Herr, weil wir es uns nicht aussuchen können, in welches Elternhaus wir hineingeboren werden. Danke, dass er gläubige Eltern hat und dass sie ihn dem Glauben vorgelebt haben, Herr. Aber danke, dass du durch verschiedene Dinge ihn auch nochmal sehr persönlich angesprochen hast und ihm deutlich gemacht hast, auch wenn er scheinbar ein so frommes Leben führt, er braucht Sündenvergebung. Danke, dass du ihm das gezeigt hast. Danke auch für das Wunder, was du in der Familie getan hast, Herr, dass seine Mutter den Schlaganfall so gut überstanden hat, Herr. Das kann man medizinisch nicht erklären. Du tust Wunder, dafür wollen wir dir die Ehre geben, Herr. Und ich bin dir auch dankbar für Eddie und Jane, Herr, dass du sie durch verschiedene Phasen des Glaubenslebens geführt hast und dass sie nochmal neu erkennen konnten, was es bedeutet, dich wirklich zu lieben, Herr. Und dass es darum geht, dass wir unseren Glauben nicht nur auf Predigten oder Lieder aufbauen, sondern auf deinem Wort, Herr. Danke dafür, Herr, dass sie sich hier einbringen wollen, dass sie gekommen sind, um zu dienen. Und ich möchte dich bitten, dass du sie da auch als Ehepaar segnest, auch in der Erziehung, auch in der Erziehung des Pflegesohnes, Herr. Vielen Dank, dass sie diese Entscheidung getroffen haben. Und ich möchte dich bitten, dass du sie auch in dieser Hinsicht segnest, Herr. Danke dafür, dass wir sie dir anbefehlen können. Amen. Könnt euch alle nochmal hinsetzen, ihr auch. Dankeschön. Ja, wir sind so gut wie zum Abschluss gekommen, wollen das Ganze nochmal abrunden heute Abend mit einem ganz dringenden Appell. Bevor ich den aber weitergebe, habe ich noch eine Ansage, und zwar haben wir eine Beileidsbekundung hier auszusprechen. Unsere liebe Schwester Helene Sommer hat ihren Ehemann verloren. Viktor Sommer ist heimgegangen, und wir sprechen ihr unser herzlichstes Beileid aus. Viktor Sommer war auch der Vater von Jenny Sommer, und auch ihr wünschen wir Gottes Trost. Die Beerdigung ist am kommenden Mittwoch um 11 Uhr in Niederkassel. Wenn jemand die Möglichkeit hat, dabei zu sein, darf gerne an dieser Trauerfeier teilnehmen. Ja, wir wollen diesen Abend mit einem Appell abschließen, habe ich gesagt. Um diesen Appell auszusprechen, habe ich zwei wichtige Nachrichten für dich heute Abend hier, oder vielleicht guckst du uns online zu. Zwei wichtige Nachrichten. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche wollt ihr zuerst hören? Schlechte? Ja, die schlechte ist, wir werden alle irgendwann sterben. Wir werden alle irgendwann sterben, früher oder später. Das ist die gute. Der Mensch ist fürs Leben gemacht. Die gute kommt jetzt. Wir wollen alle leben, aber der Tod kommt ganz sicher. Vor knapp zwei Wochen habe ich meinen Schwiegervater, den Vater von meiner lieben Frau, beerdigt. Und zwei meiner Söhne haben gesehen, wie er den letzten Atemzug gemacht hat. Es ist schon tragisch, wenn wir Menschen verlieren, die wir lieben. Wir trauern. Ich trauere. Ich weiß nicht, ob du dich über jeden Tod freust. Ich trauere, wenn Menschen sterben. Und der Gedanke, ich muss sterben, beschäftigt jeden Menschen. Früher oder später musst du darüber nachdenken, was ist mit dir, wenn du stirbst. Der Tod kommt ganz sicher. Der Tod ist todsicher, so sagen wir es im Deutschen. Und jetzt kommt die gute Nachricht, Georg. Das wolltest du hören, oder? Die gute Nachricht ist, dass du, obwohl du stirbst, leben kannst. Und das sagt nicht Heinrich Derzen, das sagt nicht die Evangelische Freikirche, das sagt Jesus. Das ist die gute Nachricht.
Jesus sagt nämlich angesichts des verstorbenen Lazarus, er ist viel zu spät zu der Beerdigung gekommen. Bibelleser kennen diesen Text, die Ausführung würde lange dauern. Aber ich sage dir, was Jesus am Grab von Lazarus sagt. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und deshalb, selbst wenn du stirbst, wirst du mit Jesus ewig leben. Das ist tatsächlich eine gute Nachricht. Und deshalb, so weh das tut, einen Angehörigen, einen lieben Menschen hier auf Erden zu verlieren, aber diese Gewissheit zu haben, ich werde ihn wiedersehen, das tröstet. Das tröstet am offenen Grab des lieben Schwiegervaters, des Vaters, des Opas, des Ehemannes. Das tröstet. Und deshalb ist das eine gute Nachricht, dass Menschen, die heute Abend hier ihr Zeugnis oder ihren Glauben bezeugt haben, uns, also wir haben heute Abend wie viele Zeugnisse gehört? 15, 17? Das waren 15, 17 Predigten, die wir heute Abend gehört haben. Jeder hat bezeugt, ich war ohne Gott verloren. Du bist ohne Gott ewig verloren. Die Bibel nennt das ewige Verdammnis Hölle. Menschen, die nicht an Jesus glauben, ob du hier im Raum bist oder uns zuschaust, wenn du an Jesus Christus nicht glaubst, wartet nach dem Tod die ewige Verdammnis auf dich. Das ist biblische Wahrheit. Damit wollen wir dir keine Angst machen, sondern dir nur sagen, welchen Lohn jede Sünde verdient hat. Die gute Nachricht ist, Jesus hat dafür bezahlt. Jesus sagt, du wirst leben, selbst wenn du stirbst. Das ist die gute Nachricht. Und deshalb machen wir ganz bewusst nach jedem Zeugnisabend diese Einladung. Bitte, bitte, geh nicht nach Hause, denn du wirst irgendwann sterben, früher oder später, ohne eine Entscheidung heute Abend für Jesus getroffen zu haben. Weil du willst leben. Du willst nicht sterben. Und Leben gibt es bei Jesus. Und dazu laden wir dich heute Abend ein. Hier, bleib zurück, zöger das nicht hinaus. Fahr nicht nach Hause mit dem Gedanken, ich kann das vielleicht morgen, nächste Woche, in einem Jahr machen. Ich bin noch zu jung, ich will noch die oder jene Erfahrung machen. Denk drüber nach, unser Leben ist irgendwann zu Ende. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, es gibt ewiges Leben bei Jesus. Und dazu laden wir ein. Und danke nochmal an all die, die heute Abend ihr Zeugnis weitergegeben und gesagt haben, ich weiß, mir ist vergeben. Ich weiß, ich bin ganz sicher bei Jesus und ich bin jetzt mit Jesus unterwegs. Und wie wir das eben noch gehört haben, diese Liebe von Jesus, die überfüllt mein Herz. Dazu möchten wir dir heute Abend die Chance geben. Wenn du uns online zuschaust, schreib uns bitte an. Wir rufen dich an, wir telefonieren oder schreiben oder wir treffen uns, weil wir möchten auch dir diese Chance geben. Lies selbst in der Bibel. Schau nochmal in das Johannesevangelium Kapitel 11, da steht es. Lies diese ganze Geschichte durch. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Was für eine Botschaft. Die gilt nicht nur am Grab, die gilt heute Abend genauso und morgen für jeden anderen auch. Und deshalb... Deshalb ist der Tod am Ende auch für viele nur der Übergang in ein neues, in ein besseres Leben. Das Beste kommt noch. Wir sind unterwegs zu einer besseren, zu einem besseren Leben. Und dazu möchten wir dich einladen. Wir wollen dich dabei haben. Wir wollen dich dabei haben. Wir wollen nicht, dass du in deinen Sünden ewig verloren gehst, sondern wir wollen diese rettende Botschaft dir heute Abend hier weitergegeben haben. Dafür machen wir das öffentlich, damit jeder hören, verstehen und glauben kann. Die Antwort, die Frage von Jesus an Martha, der er das sagt, ist, glaubst du das? Das ist das Einzige, was du heute Abend sagen musst. Wenn du ja sagst, ich glaube das, dann triff diese Entscheidung für Jesus. Bete zu ihm, bitte ihn um Vergebung der Sünden, bekenne ihm deine Schuld und sag, dass du jetzt ein Leben mit ihm leben möchtest, wo er Herr deines Lebens ist und wo du dich nach seinem Wort ausrichtest. Und dann bist du ein Kind Gottes. Dazu laden wir ein. Lass uns miteinander beten und dann schließe ich mit einem Segen ab. Guter Gott, danke für diese Geschwister, die heute Abend hier bezeugt haben, dass sie an dich glauben. Danke für die,
die wir am kommenden Sonntag hier in diesem Taufbecken taufen dürfen und die damit noch einmal bezeugen, dass sie zu dir gehören. Sie sind für das alte Leben gestorben und sie leben jetzt mit dir und sie leben mit dir in Zeit und Ewigkeit. Was für ein Geschenk. Jetzt haben wir schon dich in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Das ist Pfingsten, das ist das, was wir heute hier feiern. Der Heilige Geist bezeugt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn wir irgendwann mal die Augen schließen, machen wir sie in der Ewigkeit auf und haben eine Herrlichkeit, wie wir sie uns hier auf Erden nicht vorstellen konnten. Hab Dank für diese Perspektive, Jesus. Und jetzt bete ich für die Menschen, die hier im Raum sind oder uns zuschauen, die diese Hoffnung nicht haben, die diesen Glauben nicht haben. Ich bete, Herr, dass du ihnen diesen Glauben schenkst und dass sie den Schritt zu dir wagen, dass sie dir deine Schuld bekennen und dass durch dein vergossenes Blut am Kreuz von Golgatha sie heute hier Vergebung ihrer Schuld erfahren oder dort, wo sie sind, wo sie niederknien und dir ihre Schuld bekennen, dass sie Leben bekommen, das in Ewigkeit anhält. In diesem Sinne, Vater, bitten wir, dass du Menschen rettest, für die du deinen Sohn Jesus Christus hast sterben lassen. Wir bitten, dass der Heilige Geist diese Herzen berührt und sie überführt von der Sünde, weil er dazu in diese Welt gekommen ist. Danke, Herr, dass du das tun willst. Amen. Ich spreche noch den Segen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gott befohlen, habt noch ein schönes Pfingstwochenende.